Ja, einen schönen guten Abend alle zusammen im Lockdown Conversation des Interkulturellen Zentrums. Hier Jagoda Marinic, mich kennen die meisten, ich bin normalerweise Host in diesem Format. Heute haben wir uns aber was anderes einfallen lassen, denn es herrscht der Ausnahmezustand für die Kultur. So viel ist klar, gerade war die Pressekonferenz der Bundeskanzlerin. Es wird die nächsten Wochen nichts bleiben, wie es war. Es ist schon lange nicht mehr, wie es war. Nur deswegen haben wir dieses Format Lockdown Conversations. Heute habe ich zwei ganz großartige Gäste, die uns begleiten werden. Nämlich einen der für mich bemerkenswertesten und profiliertesten Kulturpolitiker des Landes, Carsten Broster, der sich sehr interessant in die Debatte rund um Corona eingemischt hat und deswegen heute hier ist, um mit uns über das Thema zu sprechen. Er hat auch ein neues Buch, aber das wird uns gleich unser Moderator erzählen, der uns durch den Abend führt, Daniel Kaiser. Ausnahmezustand, genau. Ich übergebe also das Wort an Daniel Kaiser. Ich bin heute quasi Mitdiskutantin mit Carsten Broster und Daniel Kaiser ist unser Moderationshost. Ja, vielen Dank für die Einführung. Daniel Kaiser, mein Name. Ich leite die Kulturredaktion vom NDR-Radiosender 90,3 in Hamburg und freue mich, heute hier in dieser doch ja erlernten, neuen, horizonterweiternden Diskussionsumgebung mit Ihnen zusammen zu sein. Wir haben alle gerade Angela Merkel zugehört und Markus Söder und Michael Müller. Und die Message war, jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist ein guter Kontakt. Es ging viel um Schulen, es ging viel um Familienfeiern. Ich habe zwar einen Tick zu spät eingeschaltet, aber Kultur kam nicht vor. Nur einmal hat Michael Müller das Wort Kultur in einem Atemzug mit Gastronomie gesagt. Bei uns geht es jetzt um Kultur. Wir wollen so ein gutes Stündchen darüber reden, wie es aussieht, wie es weitergeht. Der Kultur-Lockdown geht ja eigentlich noch 2 Wochen und wie geht es dann weiter? Wir diskutieren zu dritt. Aber Sie, die Sie jetzt bei Twitter, Facebook und YouTube zuschauen, Sie können auch mitmachen, wenn Sie eine Frage haben oder Ihnen was auf der Seele, auf dem Herzen brennt, schreiben Sie das. Wir sichten die Kanäle und versuchen das nach Kräften hier mit einzubringen in die Diskussion. Herr Söder hat gerade gesagt, es gibt keinen Anlass dafür, damit zu rechnen, dass Anfang Dezember wieder alles gut ist. Lieber verlängern, statt vorzeitig abzubrechen. Carsten Broster, Kultursenat in Hamburg, rechnen Sie noch damit, dass vor Weihnachten ein Theaterstück mit Publikum in einem Saal aufgeführt wird? Gute Frage. Also noch gibt es zumindest Theater in Hamburg, die für den 1. Dezember Premieren geplant und noch nicht abgesagt haben. Insofern gucken wir mal an der Stelle. Aber es ist natürlich schon so, dass das gerade nicht wahrscheinlicher wird. Und wir müssen ein bisschen gucken, das macht mir etwas Sorge, wenn ich ehrlich bin, dass Politik zuerst hineingeht in eine solche Entscheidung und sagt, wir machen das den November als Wellenbrecher, um da ein infektionsdynamisches Geschehen sozusagen aufzuhalten. Und dann so 3, 4, 5, 6 Tage hinein in den November sagen, nee, eigentlich geht es uns darum, dass wir die Inzidenz 50 Fälle auf 100.000 erreichen wollen. Das hat vorher keiner gesagt. Das ist auch durchaus in einer Situation, in der wir alle miteinander lernen, ganz plausibel, dass man auch weiter lernt und auch die Maßstäbe verändert. Führt aber natürlich dazu, dass man auch seitens der Kultur immer so ein bisschen hektisch hinterherhechelt und guckt, wie passt man sich da rein. Und gerade Theaterbetriebe müssen eigentlich mit 2 Wochen Vorlauf wissen, wie es weitergeht. Jetzt werden wir frühestens am 25.11., habe ich gerade gelernt, erfahren, wie es weitergehen soll. Das wird sehr, sehr, sehr knapp, falls man da sagt, man kann wieder was öffnen. Ich bin immerhin ganz froh, im Beschlusstext der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz und Bundeskanzlerinnenbeschlüsse taucht das Wort Kultur eigenständig auf und ist nicht nur der Freizeit untergeordnet. Also der Fortschritt ist eine Schnecke. Der Frau Schindelstrecke, Schriftstellerin, Theaterautorin, Kolumnistin und auch Leiterin des Interkulturellen Zentrums in Heidelberg, Jagoda Marinic. Wie kompensieren Sie gerade den Ausfall der Live-Veranstaltung? Wie arbeiten Sie eigentlich gerade? Ja, also es ist wirklich Ausnahmezustand, ist schon der richtige Titel. Wir haben seit März wirklich eigentlich alles absagen müssen. Also damals hatten wir hier ganz groß Aktionswochen geplant, 3 Wochen, und haben eine Woche vorher selbst die Mini-Veranstaltung nur noch 20 Personen absagen müssen. Und seither ist das eigentlich so von Monat zu Monat gucken, was geht. Dann kommt eine neue Verordnung, dann kriegt man die mitgeteilt, dann geht man da durch, dann darf man irgendwie wieder ein bisschen, dann rudert man zurück. Wir sind eine Kultureinrichtung, die zur Stadt gehört. Das heißt, wir haben dann gesagt, Moment, wir treten im Moment ein bisschen kürzer, damit Vereine und größere Einrichtungen, die nochmal anders ihr Publikum binden müssen, um zu überleben, im Moment die Leute zu sich einladen dürfen. Das heißt, wir haben im Moment wirklich gar keinen Betrieb und sind jetzt eben auf diese Streams übergegangen. Wir machen eigentlich so ein bisschen
Ja, Fernsehen, ne? Also wir haben gelernt, quasi Gespräche zu führen, digital, was wirklich super erfolgreich war. Wir haben ganz am Anfang Corona-Readings ausgerufen und das ging ganz schnell wirklich von Tag zu Tag. Autoren gefragt, macht ihr einen Twitter-Takeover und macht 30 Minuten Lesen im Wohnzimmer. Und das war das erste Mal Stay at Home und ganz viele waren so, wow, toll, ich kann mir sogar die Fußnägel schneiden, während ich lese und gucke, hat einer dann getwittert. Also es war für alle auch so ein bisschen hoch, was heißt das, wenn Kultur über diese digitalen Geräte eigentlich in mein Wohnzimmer kommt. Aber dann kam auch, was fehlt dadurch alles. Ich kann ja auch nicht dauernd mit den Leuten einfach vollgequatscht werden. Man sitzt den ganzen Tag im Seminar. Wie viele Kulturformate gehen denn digital? Also man steht vor der Herausforderung, weiter da sein zu wollen, für die Menschen eine Bühne bieten zu wollen, für Künstler. Wir hatten ein tolles Format, wir vier. Da haben wir Künstler in der Stadt gebeten, sich zusammenzutun mit einem Konzept für digitale Performances. Und es war ganz toll, die haben sich wirklich Gebäude gesucht, wo sie dann bespielt haben mit Musik und Geschichten. Und auch für uns der Versuch, bring die mal zusammen, obwohl so wenige dürfen. Und auch das fällt jetzt wieder brach, weil es heißt immer nur zwei Haushalte. Das heißt, sobald einer dabei ist, der das streamen will, geht das schon wieder nicht. Eigentlich sind wir jetzt wieder wirklich so der unfähige Tausendfüßler, der tausend Dinge könnte, aber keines kann. Und gucken, wie wir den Menschen trotzdem das Gefühl geben, es gibt ein Kulturzentrum und Kultur ist eben nicht nur Freizeit. Und wir sind nicht auf dem gleichen Level wie ein Fitnessstudio, wo die Leute natürlich auch um ihre Gesundheit kämpfen. Aber Kultur ist doch vielleicht ein anderer Stellenwert als ein Freizeitvergnügen, was Herr Broster ja auch immer hervorhebt. Es gab ja, Herr Broster, das habe ich in Hamburg durchaus mitbekommen, einen kreativen Boost, also wie bei Ihnen in Heidelberg, neue Imperative, macht online, geht live, geht auf die Straßen und Plätze, versucht alles, probiert euch aus. Haben Sie den Eindruck, dass auch in den vergangenen Monaten die Zeit genutzt wurde, um sich entsprechend zu präparieren? Ich wünsche es mir, ich bin mir nicht so ganz sicher. Also ich hatte das Gefühl, in den ersten Tagen des ersten Lockdowns war es eher ein bisschen so, dass viele Verantwortliche in den Kultureinrichtungen, da meine ich gar nicht nur Hamburg, sondern insgesamt sozusagen von den etablierten Hierarchieebenen, so ein bisschen in so einem Schockzustand waren und dann die jüngeren Kolleginnen und Kollegen einfach mal haben machen lassen. Und dabei sind wahnsinnig spannende Sachen passiert. Also in den Museen gab es dann deutschlandweit diese Culture Doesn't Stop-Kampagne mit dem Hashtag entsprechend, wo wir gesagt haben, wir zeigen einfach Dinge bei uns im Haus, die passieren, die wir euch sonst nicht zeigen. Ich habe aber nicht das Gefühl gehabt am Anfang, dass da schon eine Strategie hintersteckte, sondern es war ein großer Spielplatz. Das hat ja auch was für sich. Und ich hoffe, ehrlicherweise, dass diese Hierarchiefreiheit der ersten Tage eine Veränderung auch dauerhaft in den Einrichtungen mit sich bringt und dass davon was hängen bleibt und nicht in dem Moment, in dem die Etablierten wieder übernehmen, weil es wieder in die Routinen zurückgeht, dass jetzt alles nur die Spielerei aus der Zwischenphase gewesen ist. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen böse zugespitzt, aber ein wenig sah das von außen so aus. Es fangen jetzt Sachen an, sich strategisch zu entwickeln. Also das Schauspielhaus überlegt gerade bei uns in Hamburg und hat sie auch ausprobiert am Wochenende das erste Mal, sozusagen eine Veranstaltung zu streamen und das auch sozusagen als Bezahlmodell zu machen. Weil das ist meine Sorge so ein bisschen, dass wir uns hinwegspülen lassen von dieser, hey, super, da ist eine tolle, große digitale Welt und wir probieren mal alles aus. Und am Ende liegen wir mit der Kultur genau da, wo die Medienbranche vor 15 Jahren lag, als sie festgestellt hat, okay, wir haben jetzt alle angefüttert, das nutzen jetzt auch alle, jetzt wollen das auch alle haben. Aber sie haben sich auch daran gewöhnt, dass das kostenlos gibt. Und diese Frage, wie ich das eigentlich hinbekomme, dass ich auch da Geld einnehme, das ich ja brauche, als staatlich subventionierte oder als staatlich mitfinanzierte Institution vielleicht weniger als private, aber immerhin da ja auch, ist schon ein Thema. Das heißt, das Digitale zu entwickeln, halte ich geschäftlich für einen ganz wesentlichen Punkt. Und was hinzukommt ist, und das lernen wir auch gerade, es reicht ja in der Regel nicht, und dafür stehen ja auch diese ganzen experimentellen Formate, einfach zu sagen, das, was ich offline gemacht habe, mache ich jetzt online. Ich stelle drei Kameras auf und gut ist. Sondern es braucht auch eigene künstlerische Strategien im Digitalen. Also eigentlich geht es um die Digitalität von Kulturproduktion perspektivisch. Und da sind wir auch noch ganz am Anfang. Da gibt es die ersten Überlegungen. Ich denke an Dortmund, ans Theater, wo man das als eigene Sparte etabliert hat. Es gibt die ersten Museen, die anfangen, solche Dinge eigenständig zu entwickeln. Aber es ist mehr als das Streamen von etwas, was sonst offline stattgefunden hat. Da steckt eine immense Chance hinter. Aber die jetzt zu ergreifen, setzt auch, glaube ich, viel Robustheit in der Kultureinrichtung voraus, weil es natürlich auch einen unglaublich hohen Stress gibt, diese Situation überhaupt zu managen. Da muss ich ja dazu kommen, trotzdem irgendwie strategisch relevant zu werden. Insofern, ganz ehrliche Frage, ich bin mir noch nicht sicher, wie das ausgeht. Ich habe nur mitgekriegt, das letzter Satz, dass ganz viele, als im Sommer es wieder möglich war, persönlich zu kommen, nachgerade gebadet haben in diesem Gefühl, analog wieder Kultur erleben zu können. Das fand ich schon bemerkenswert, dieses wirklich sozusagen
die Aura des Kunstwerks im Raum mit anderen ist schon nochmal was anderes als die digitale Vermittlung. Ich glaube, das gelernt zu haben, ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Sozusagen strukturell Kultur weiter zu ermöglichen und zugänglich zu machen, ist das eine. Kulturproduzenten und Produzentinnen zu unterstützen, ist das andere. Was hören Sie, Frau Marinitsch, von freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern? Sie haben ja Kontakt. Wie geht es denen gerade? Ich glaube, das ist... Ja, das ist sozusagen ein großer Aspekt dieser Krise. Das war ja schon am Anfang so, wie überlebe ich? Also man merkt das einfach in der Bundesregierung. Ich glaube, da versucht man aufzuholen, aber es war letztlich zu wenig Kompetenz da, die sich mal in dieses ganze Gewerbe Kreativwirtschaft hineingedacht hat. Also man spricht ja gern davon, man sagt, wir wollen Kultur und Kreativwirtschaft. Was das aber heißt, die ganzen Menschen zu motivieren in die Selbstständigkeit und so weiter, das hat sich jetzt nicht so übersetzt in die Hilfsmaßnahmen. Viele hatten am Anfang das Gefühl, sie fallen durch. Viele sind auch vom Typ her so, dass sie sagen, ich beantrage das gar nicht, weil ich krieg's nachher auch gar nicht. Viele hatten eben viele mündliche Zusagen, die ihnen dann wieder abgesagt wurden. Es scheint halt einfach ein Berufszweig zu sein, der nicht gelernt hat, auch vielleicht sich in der Lobby so zu formieren, dass er wirklich stark gehört wird. Und so fallen viele Einzelne als Einzelkämpfer im Moment wirklich durch so manche Raster. Ich glaube, es gibt gerade diese Idee, eigentlich gab es mal kurz, dieses fiktive Unternehmergehalt zu bezahlen. Da war mal kurz so eine gute Stimmung, dass alle sagten, huch, das wäre vielleicht was. Ist jetzt aber auch wieder nach hinten gerückt. Und jetzt gibt es die Variante, bis Juni 2021 kriegen Kulturschaffende 5.000 Euro. Das sind natürlich auch Beträge, wo man sich fragt, entspricht es dem Ganzen? Da stecken ganze Lebensmodelle dahinter. Wenn man sich jetzt fragt, Leute schreiben 2-3 Jahre ein Buch, kommen jetzt zum Beispiel vom Schreiben. Es ist dieses Jahr quasi auf den Markt gekommen. Dann habe ich 2-3 Jahre letztlich schon nicht verdient, weil ich dachte, ein Buch kommt. Bin dann jetzt draußen mit einem Buch, das eigentlich keine Öffentlichkeit erhält. Und ja, wie schafft man eigentlich jetzt eine Öffentlichkeit in dieser digitalen Form oder wie auch immer, trotz Corona? Ich weiß nicht, ob sich da die ganzen, die diese Hilfsmaßnahmen austüfteln, im Moment wirklich genug Gedanken machen. Und heute lese ich auch wieder bei Twitter, es ist zwar Österreich, aber Buchhändlerinnen, die in Panik geraten und sagen, Moment, hier totaler Lockdown, was passiert wieder mit meinem Laden? Das sind ja alles Ängste, die auch hier weiter umherschwirren. Also ich denke, wir haben für die Kultur, die Betriebe, über die wir gerade gesprochen haben, einfach entschieden, okay, die Gesellschaft kann ohne Kultur. Von Kulturschaffenden, da werde ich schon auch ein bisschen besorgt, kommen dann auch langsam so Verschwörungsdinger, so sollen wir eine Gesellschaft kreieren, in der Kultur einfach keine Rolle mehr spielt. Ist das sozusagen der Abbau der Kultur als gesellschaftlich relevantes, relevanter Faktor? Und ich glaube, da wäre es nochmal wichtig, auch was so zu hören, die Menschen zu vergewissern, dass wir müssen auch alle kürzen, das ist auch klar. Also nach dieser Krise müssen ja alle mittragen, dann wird in der Kultur, die ja ohnehin eigentlich geringe Prozentsätze der Gesamtetats haben, wieder gekürzt. Das heißt, ich finde gerade so eine riesige Verunsicherung, wo viele sich fragen, ist es überhaupt noch gewollt, so eine Solo-Selbstständigkeit in der Kultur, wie gehe ich damit um? Es ist schon ja für viele eine existenzielle Krise. So, und dann gibt es ja wieder, was ich auch ganz gefährlich finde, Teile der Bevölkerung oder andere, die das dann so ausspielen gegeneinander, so im Sinne, was heult ihr jetzt denn rum mit der Kultur? Wir wollen uns ja nicht wegen Kultur Menschenleben gefährden. Ne? Das Krasseste, was ich gehört habe, war dann eine, die sagte, das wäre ja fahrlässige Tötung. Also, dass man dann auch die Bestrebungen der Menschen zu sagen, hey, wir müssen doch versuchen, vielleicht trotz Pandemie irgendwie sinnhafte Momente zu schaffen, dann zu sagen, nee, warum denn für eure Kultur? Und jetzt macht ihr euch so wichtig und es ist ja sogar fast schon selbstmitleidig, was ihr da veranstaltet. Also entstehen gerade auch wieder Lager, wo ich denke, vielleicht schafft man es mal doch zusammenzukommen und Ziele zu formulieren, mit denen die Politik dann irgendwas anfangen kann. Nur im Moment haben alle das Gefühl, es ist eine Einbahnstraße. Zu den verstörenden Dingen, die mir in den letzten Wochen begegnet sind, gehört ein Video, das Winfried Kretschmann gepostet hat. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, grüner Ministerpräsident, mit einem Balletttänzer, der jetzt keinen Job hat in Zürich wegen Corona und stattdessen anfängt, Medizin zu studieren, weil das ja jetzt gebraucht wird. Also der hatte schon so eine medizinische Vorbildung. Ich habe das Video durchaus als Ermutigung und als Zustimmung verstanden. Schaut mal, wie pragmatisch dieser junge Mann ist. Also Tanzen als Hobby ist ja auch was Schönes. Herr Broster, ist das die Message? Lernt was Anständiges?
Also ehrlicherweise, ich weiß gar nicht, auf wie vielen Ebenen das beknackt ist. Es fängt schon damit an, dass ich schwer hoffe, dass bis der irgendwie auch nur in der Formulatur ist, wir dieses Coronavirus so weit an die Seite gekriegt haben mit Impfstoffen und mit medizinischer Behandelbarkeit, dass sozusagen der uns zumindest in dieser Welle jetzt nicht mehr hilft, sondern vielleicht beim nächsten Virus. Vielleicht weiß Herr Kretschmann da mehr als ich. Aber ehrlicherweise halte ich das für was ganz Fatales. Also das ist ja schon die elegante Variante, der einfachen Variante der Social-Media-Pöbelei aus März, April. Was beschweren die sich eigentlich? Gerade werden noch Spargelstecher gesucht. Aus dem Ausland dürfen sie nicht kommen, dann sollen die jetzt mal alle in der Landwirtschaft helfen. Das sozusagen war die robuste Variante, wenn ich das mal so formuliere. Und das ist ehrlicherweise einer aufgeklärten Gesellschaft, die sich auch mal Kulturnationen nennt, unwürdig, um das deutlich zu sagen. Ich glaube, es geht entscheidend darum, dass wir gucken, dass diejenigen, die sich dafür entschieden haben, von ihrer Kreativität und von ihrer künstlerischen Betätigung zu leben und deren sozusagen Beiträge zu unserer Gesellschaft wir ja gerne annehmen, weil sie eben nicht nur Zerstreuung, Erbauung sind, sondern tatsächlich sinnstiftend sind, wie Jagoda Marinic das gerade eben völlig zu Recht gesagt hat, dass wir denen auch dabei helfen, dass das auch dann geht, wenn es schlecht läuft. So, und ich glaube, da müssen wir jetzt aber gucken, da finde ich, sehe ich die Situation nicht so düster, was vielleicht auch daran liegt, dass ich sozusagen so einen professionell deformierten Blick des für den Staat Arbeitenden habe. Aber ich, in allen vorherigen Krisen ist viel, viel später und viel, viel künstlicher über die Kultur geredet worden als bei diesem Mal. Wir haben relativ früh das Thema adressiert, immer noch zu spät, kann man sagen, aber viel, viel früher als beispielsweise 2008, 2009, wo das überhaupt gar keine Rolle am Anfang spielte und man das so hinterher reinfummeln musste in der Wirtschafts- und Finanzkrise, dass wir da besondere Biografien haben, die eine andere Absicherung haben. Und wir haben eine sehr, sehr differenzierte Lage, ehrlicherweise. Den Akteurinnen und Akteuren in staatlich mitfinanzierten Kultureinrichtungen geht es überwiegend vergleichsweise okay, was die Absicherung angeht. Weil der Staat an den meisten Stellen gesagt hat, wir zahlen die Gehälter weiter, wir sorgen dafür, dass das irgendwie durchläuft, dann gibt es vielleicht Kurzarbeit, dann stockt man das noch auf betrieblich über die tariflichen Strukturen, kommt irgendwie durch. Unter Umständen können auch diejenigen, die da Aufträge bekommen, dann Ausfallhonorare gezahlt bekommen. Der Teil funktioniert noch halbwegs. Es wird immer schwieriger, je weiter wir wegkommen von dem Bereich, in dem wir als Staat fördernd oder mitfördernd auf dem Platz sind. Und ganz schlimm und ganz unübersichtlich wird es in den Bereichen, die sich bisher rein privatwirtschaftlich in der kultur- und kreativwirtschaftlichen Produktion umtun. Also da, wo wir als Staat nicht dabei sind und wo wir teilweise auch Schwierigkeiten haben zu sagen, und da wird es jetzt rechtlich, da können wir nach den Ausnahmen, die das europäische Beihilfe- und Zuwendungsrecht uns über das Kulturprivileg geben, anders fördern als in sonstigen wirtschaftlichen Bereichen. Da wird es schwierig für die Betriebe. Also ich nehme mal so ein Beispiel Musikveranstalter. Ist ein Thema, wer Konzerte veranstaltet, hat eine schwierige Situation, momentan überhaupt an Fördergelder zu bekommen, die etwas anderes sind als die Überbrückungshilfen. Einige Länder bauen da was, wir haben auch in Hamburg was gebaut, aber das ist sozusagen nicht flächendeckend eine Absicherung. Und die Programme, die bisher alle Branchen unterschiedslos betrachten, funktionieren nicht auf diese Branchenspezifika, die da anders sind, in der Kreativwirtschaft teilweise anders sind als, keine Ahnung, wenn ich einen Bäckereifachbetrieb habe, der irgendwann mal, die musste ja nicht schließen, aber irgendwie entsprechend einen Einzelhandel, der schließen musste. Daran orientiert sich das ja eher. Das soll jetzt in der Überbrückungshilfe 3, die ab 1.12. kommen soll, branchenspezifisch aufgearbeitet werden. Alles, was ich da höre, klingt auch so, als ob das gelingt. Das ist das eine. Und das zweite ist, was die einzelnen Künstler angeht. Da haben wir, ich glaube, das Problem ist teilweise zum einen, dass wir Biografien haben, auf die die Hilfen nicht passen. Und dass wir zum anderen aber auch eine derartige Unübersichtlichkeit der verschiedenen Hilfen haben, dass manche sich auch einfach nicht zurechtfinden. Auch das ist ein Problem, wo man sich überlegen muss, wie mache ich das? Also das eine ist, wir haben an vielen Stellen, und das ist auch eine Reaktion von Kulturpolitik, Fördermöglichkeiten aufgestockt. Also wir haben sehr früh gesagt, in Hamburg, um es mal praktisch zu machen, wir wollen, dass Konzerte stattfinden, jetzt über den Sommer, outdoor. Wenn Konzerte outdoor stattfinden, dann sozusagen schaffe ich damit Beschäftigungsmöglichkeiten, für alle, die so ein Konzert mitveranstalten, das ist dann nicht nur der Künstler, sondern das geht auch runter bis zu den ganzen der Kunst anverwandten und angelagerten Jobs. Und wir als Staat decken mit einer Förderung die geringeren Einnahmen und das Defizit, weil sozusagen natürlich bei den Beschränkungen der Kapazitäten deutlich weniger Leute kommen können. Wir haben auch Fördertöpfe aufgestockt. Das ist das Übliche, was ich als Kulturpolitik mache. Damit kriege ich einen Teil über Beschäftigung und über was stattfinden lassen finanziert. Und ich glaube, das muss auch der wesentliche Punkt sein. Und das Zweite ist, wir haben sehr unterschiedliche Gruppen, die wir, glaube ich, auch präzise betrachten müssen. Die 5.000 Euro gibt es ja zusätzlich zur Grundsicherung. Das ist der zweite Satz, der immer nicht mitgesprochen wird. Die Grundsicherung für Selbstständige, die vereinfacht zugänglich ist, gibt es. Und es gibt zusätzlich diese bis zu 5.000 Euro jetzt nach dieser Überbrückungshilfe 3. Das heißt, niemand sagt,
du musst als Selbstständiger bis zum nächsten Sommer von 5.000 Euro kommen. Sondern es gibt zusätzlich zu dem, was jeder, der die Grundsicherung zur Sicherung seiner Existenz plus Wohnung plus sagen Versicherung, Krankenversicherung bekommt, gibt es nochmal bis zu 5.000 Euro für die betrieblichen Kosten, die aber nicht nachgewiesen werden können, weil es keine Fixkosten gibt. Das ist ja, ganz nochmal kurz, ja. Nur dass halt, wer es nicht weiß, wie hoch ist denn die Grundsicherung? Die Grundsicherung sind knapp unter 500 Euro. Dazu kommt aber die Miete, die sozusagen, also pro Person, dazu kommt die Miete. Sie können das ausrechnen, mit einer vierköpfigen Familie kommen Sie inklusive Miete auf 1.700, 2.000 Euro pro Monat plus diese 5.000 bis zu 5.000 Euro. Was wir haben ist, wir haben ein Existenzminimum, das dort berechnet wird, pro Person. Dafür gibt es die Regelsätze. Dann wird die Miete übernommen für die Wohnung, momentan auch ohne Angemessenheitsprüfung. Das heißt, es wird nicht geguckt, ist die zu groß, darf man die haben, sondern die wird übernommen. Und das Dritte ist, die Krankenversicherung wird übernommen. Was übrigens ehrlicherweise für den einen oder anderen, der mal den biografischen Fehler gemacht hat, früh in die private Versicherung gegangen zu sein, einer der wenigen Möglichkeiten ist, wieder in die gesetzliche zurückzukommen. Das ist das, was die Grundsicherung leistet. Es sei denn, ich habe einen Partner, der ordentlich verdient. Dann falle ich raus über die Bedarfsgemeinschaft. Und dazu gibt es aber trotzdem, unabhängig davon, soll es diese bis zu 5.000 Euro geben für Betriebliches. Das ist zusätzlich nicht alternativ. Ich glaube, das ist wichtig, weil viele Länderprogramme waren alternativ. Das, was wir gemacht haben in Hamburg, eine Neustartprämie, das wurde angerechnet auf die Grundsicherung. Das wird nicht angerechnet. Das ist für einen Teil von Künstlern sicherlich ein attraktives Angebot. Für einen Teil, die nicht eine mittelständische Existenz daraus aufgebaut haben, muss man mal gucken, wie das funktioniert und wie das auskommt. Weil da ist es natürlich immer noch substanziell weniger als das, was ich vorher hatte. Das, glaube ich, wird man im nächsten Schritt nochmal sehen müssen. Lassen Sie uns einmal über das Minderwertigkeitsgefühl sprechen, das die Kulturszene in viele Kulturmenschen gerade trifft. In einem viel beachteten Interview hat Amelie Deuffelhardt, die Intendantin der Kulturfabrik Kampnagel hier in Hamburg, gesagt, ihr geht das Jammern der Kulturszene so ein bisschen auf den Keks auch, und sie wünscht sich mehr Flexibilität und mehr Einbringen von Kulturmenschen auch in die Gesellschaft. Bedarf es, Frau Marinitsch, einer größeren Flexibilität, einer gesellschaftlichen Flexibilität der Kulturszene? Ich habe mit dem ganzen Ansatz halt deswegen Schwierigkeiten, weil ich sehe da auch echt zwei Lager. Man hat diese Leute, der Herr Broster hat es ja auch beschrieben, die haben eine Festanstellung. Es ist auf irgendeine Art ein öffentlicher Dienst. Ich habe auch einen Professor gehört, der neulich sagte, gut, dann geht's halt mal zwei Jahre so. Dann dachte ich so, ja klar, für dich geht's vielleicht so. Und Herr Broster sagt es ja gerade, natürlich kompensiert man einen Menschen hier jetzt zurück zur Grundsicherung, damit er quasi nicht durchfällt durch ein System. Aber eigentlich wollen ja Menschen nicht nur grundgesichert sein, sondern gerade Künstlerinnen und Künstler haben ja einen Typus, die wollen was erschaffen, was kreieren, Momente mit Menschen teilen, ihre Kunst schaffen, präsentieren und auch Chancen haben. Und das ist, ich glaube, das ist auch was, was wir so auf der seelischen Ebene diese Pandemie völlig unterschätzen. Was heißt denn eigentlich sozusagen einmal die ganzen Fühler wieder komplett zurückzuziehen bis ins Ungewisse? Und wenn jetzt jemand, der eben, ich weiß nicht, Kampnagel steht sicher auch, muss kämpfen, weil keine Leute kommen, aber da wird es auch Gelder geben öffentlich, wie man die unterstützt. Auch die Stellen, die es da gibt, die gibt's. Aber wir sprechen bei Kulturschaffenden, die man vielleicht weinerlich findet, von 500.000 Menschen, die halt jetzt wirklich gar nicht wissen, wie es weitergeht. Die kriegen gesagt, Grundsicherung, überleg mal, mach mal. Für viele Leute ist auch dieser Lockdown natürlich, die kreative Energie wird gekappt. Auch das wird ja kaum besprochen, spielt keine Rolle. Dann sind die halt weinerlich, ne? Aber es ist auch was man erstmal aushalten muss, dass eben nichts mehr gestaltet werden kann, nichts mehr gemacht werden kann, dass ich nicht gebraucht werde. Und jetzt zu sagen, jetzt seid mal kreativ. Also ich mag immer nicht so dieses Du mit dem Finger, sei mal du nicht so wehleidig. Und schon gar nicht mag ich es, wenn ich sozusagen eine Position habe, in der ich vielleicht eine sicherere Ebene habe. Also mir geht es gerade wirklich darum, dass wir uns gemeinsam überlegen, auch mit einer Regierung, die uns ganz klar suggeriert, es gibt eigentlich kein Alternativszenario. Also wir haben die Pressekonferenz heute gesehen. Da wirkt es nicht so, als gäbe es auch nur 2 Millimeter Platz für Alternativen. Und man hat jetzt statt eben die Lombardei oder so, hat man Österreich als Beispiel. Ne? Es ist Österreich worst case im Moment. Da schauen alle hin und dann heißt es, seht mal, wir müssen die Triage vermeiden. Also wir sind eigentlich im gleichen Szenario wie im April. Wir haben ein bisschen mehr Erfahrung, aber dadurch haben wir auch mehr Frust. Viele sagen halt, beim ersten Mal war es ja auch noch aufregend so, was kommt, wie geht's?
irgendwie war es nicht ganz so schlimm wie jetzt so. Und jetzt kam ja zum ersten Mal auch sowas wie, das geht vielleicht bis Ostern. Was genau heißt das dann für Kulturschaffende? Und ich finde nicht, dass man da sagt, die sind besonders weinerlich. Ich meine, die Verlage haben ihre Zuschüsse bekommen. Jede Branche, die Flugzeuge sollen gerettet werden. Warum sollen gerade die Kulturschaffenden ihre Anliegen nicht auf die Agenda bringen? Also ich finde es einen gesunden lobbyistischen Moment, dass die jetzt auch mal ihre Kampagnen machen und sagen, wir sind ein wertvoller Teil der Gesellschaft. Wir wollen auch gehört und gesehen werden. Und welchen Stellenwert hat eigentlich Kultur? Und ich glaube, darüber muss man halt in dieser Krise auch verhandeln. Wir gucken jeden Tag Infektionszahlen. Wir haben eine News-Verwertungsmaschinerie, wo jeder quasi nonstop seine Push-Nachrichten liefert. Aber hat überhaupt, welche Räume hat diese Kultur denn in der Krise, die die öffentlichen Räume geschlossen hat und die digitalen nicht weiß, wie sie eigentlich öffnen soll? Also ich finde das Jammern sozusagen gar nicht schlimm, sondern ich finde es gut, dass sie sich hörbar machen und auch mal nicht ganz hinten stehen und sagen, die Kultur wird schon. Wir wollen ja über Debatten reden, wie auch die angestoßenen Debatten in dem Buch des Hamburger Kultursenators. Ich sag mal, vor einem halben Jahr habe ich ja auch auf meinem Balkon in Hamburg-Eimsbüttel um 21 Uhr geklatscht und bin sehr utopisch davon ausgegangen, dass gesellschaftliche Debatten über bessere Bezahlung bestimmter Berufsgruppen angestoßen werden, dass es eine Neubewertung von gesellschaftlichen Ansichten und Leistungen stattfinden werden. Was, Frau Marinitsch, sollte denn geschehen? Was könnte geschehen, um einen auch finanziellen Paradigmenwechsel für die Kultur zu sehen, also eine Anerkennung sozusagen, dass Kultur nicht nur in einem Atemzug mit Bordellen und Freizeitparks und Fitnessstudios genannt wird. Also um sozusagen eine identitätsstärkendes Signal zu senden in Richtung Kultur. Also ich habe da wirklich so eine Utopie, dass ich sage, ja, Krise kann lähmen, Krise kann zerstören, aber Krise kann auch der Moment der Neuorientierung sein. Also wenn der Boden wackelt, balanciere ich ihn vielleicht um. Und jetzt wäre meine Vision für die Kultur tatsächlich mal zu sagen, nehmen wir doch mal die Kultur als Beispielbereich. Wir haben in der Gesellschaft utopische Debatten, wo wir immer sagen, das geht oder geht nicht. Es gibt Menschen, die rechnen es hoch und sagen, das geht. Eine davon ist das bedingungslose Grundeinkommen. Das ist gerade für Kulturschaffende eigentlich ein ganz spannendes Konzept. Und für mich wäre jetzt eine utopische Frage, die man in so einen Diskurs mal bringen könnte. Wäre es denn möglich? Deutschland hat die KSK, also die Krankenkasse. Es gibt ein bürokratisches System, Künstler als Künstler zu benennen, ihnen die Krankenversicherung zu sichern, Rentenzahlungen. Könnte man jetzt auch sagen, in Zeiten der Pandemie wird die Kultur der Bereich, in dem man beispielsweise mal ein Pilotprojekt macht für ein bedingungsloses Grundeinkommen, so wie es jetzt eins in Finnland gab. Und wir begleiten das wissenschaftlich, wir werten das aus, wir befragen die Menschen und haben eigentlich aus dieser Krise ein Momentum geschaffen, in dem man vielleicht mal ein Pilotprojekt macht, wie geht bedingungsloses Grundeinkommen, wie wertet man das aus, welche Effekte das, und man brächte die Kunst mal weg von dieser Krise und diesem Jammern hin zu, okay, hier ist ein Grundeinkommen, ihr seid 12 Monate abgesichert und jetzt probiert, klar, durch die Grundsicherung könnte man sagen, ist da sozusagen so ein Moment, aber ich fände es interessant, es wirklich auch als Grundeinkommen zu benennen, einen Betrag festzulegen, die KSK als Grundlage zu nehmen und ein Pilotprojekt zu starten mit den Menschen, die jetzt durch diese Pandemie in die Krise geraten sind. Herr Broster, wie klingt das für Sie, ein Pilotprojekt Grundeinkommen für Künstlerinnen und Künstler als Bekenntnis für Kultur sozusagen? Wir wollten uns ja streiten, da können wir es jetzt tun. Also weil ich tatsächlich kein Freund des Grundeinkommens bin, will das auch gleich sagen, begründen. Ich glaube, die eine Variante ist ja, dass ich sage, ich mache das für jeden Bürger, jede Bürgerin. Dann gehe ich in eine Dimension hinein, die wir wahrscheinlich nur bezahlen können, wenn wir einen brutalen Abbau von sozialen Leistungen machen, weil ich es nicht mehr an Bedürftigkeit orientiere, sondern ich dann ja einen Querschnitt bilden muss, den ich alle habe. Alle Berechnungen, die es dazu gibt, sehen so aus, dass sozusagen ich dann soziale Niveaus senken müsste. Der Erste, der sowas mal einführen wollte, war nicht umsonst sozusagen Richard Nixon in den USA. Aber das ist jetzt eine polemische Nebenbemerkung an der Stelle. Wenn ich die zweite Variante nehme, das hat ja Gunnar Marinitsch auch nicht vorgeschlagen. Sie hat gesagt, wir machen das für die Künstlerinnen und Künstler. Da habe ich auch eine polemische Nebenbemerkung. Das Problem ist nämlich, dann müsste ich ja jemanden haben, der tatsächlich fakultativ erklärt, du bist Künstler, du bist keine Künstlerin, du bist anspruchsberechtigt, du bekommst das, du bekommst auch den Stempel Grundeinkommen für dich und die anderen nicht. Das kann ja in unserer Welt nur der Staat sein.
Ich weiß nicht, ob ich das so richtig schlau finde, dass der Staat bestimmt, wer legitimer Künstler ist oder nicht. Darauf lief es aber hinaus. Und wir hätten auch die Diskussion darüber, bin ich anspruchsberechtigt oder nicht, anders als bei der KSK, weil die KSK liefert eine Möglichkeit der finanziellen Absicherung an einer Stelle, an der andere Systeme mir nicht offen stehen. Was ich total spannend fände und was für mich die Lehre momentan ist, ist, was wir unbedingt brauchen, und das ist eine Diskussion über Solidarität auch mit den Künstlerinnen und Künstlerinnen und zwischen den Künstlerinnen und Künstlerinnen. Da haben wir in den letzten Jahren sozusagen immer mal wieder, sind wir da rangekommen, vor 15 Jahren das erste Mal Sascha Lobo das Buch Wir nennen es Arbeit aufgelegt hat mit anderen. Die Frage, sagen wir arbeiten anders. Das war sozusagen ja die Erkennung, sozusagen das erste Beschreiben der Solo-Selbstständigkeit, die aber nicht hineinpasst in die sozialen Sicherungssysteme. Eigentlich muss ich eine Öffnung der Arbeitslosenversicherung als Arbeitsversicherung machen und muss die Möglichkeit schaffen, mich dort solidarisch zu versichern gegen den Einkommensausfall, der mir drohen kann. Das müssen wir schaffen als Sozialstaat, diese Öffnung. Ich muss dieses Angebot machen, dass eine Gemeinschaft für mich eintritt. Ich aber natürlich auch, wenn es mir gut geht, was einzahle und nichts rausbekomme. Das ist dann sozusagen die Kehrseite des Ganzen. Das fände ich einen spannenden Weg, den man gehen könnte, mit dem man soziale Sicherung schafft. Ich habe höllische Angst bei dem Grundeinkommen für Künstler, dass wir am Ende, ohne es zu wollen, weil wir was Gutes wollen, doch bei einer staatlichen Bürokratie landen, die entscheidet, wer der staatlich zertifizierte Künstler ist, der dieses Grundeinkommen bekommt und wer das nicht ist. Und das wäre für mich eine schiefe Ebene. Kunst und künstlerische Betätigung muss eine freie Entscheidung des Einzelnen sein und wir müssen die Systeme so bauen, dass das geht und nicht sozusagen eine Zertifizierung durch eine Stelle, die sagt, okay, du hast es verdient, du kriegst dafür jeden Monat Geld. Ja, aber ich würde es ja quasi nochmal in den zwei Kritikpunkten, haben Sie einerseits recht, aber andererseits, wenn man sagt, man will in der Krise eine Chance sehen, dann wäre es sozusagen so in Finnland, wurde ja auch nicht ganz Finnland jetzt das bedingungslose Grundeinkommen getestet, sondern man hat einen bestimmten Bereich herausgewählt, die machen das erstmal und aus diesen Erfahrungen lernen dann die anderen und dann bewertet man das neu. Also die Krise zu nutzen eigentlich, zu sagen, okay, wir probieren hier was aus und haben auch gleichzeitig die Chance, aus dieser Krise vielleicht eine Lernerfahrung zu machen. Natürlich will niemand, dass die Regierung bestimmt, wer Künstler ist, aber im Moment bestimmt ja auch die KSK, wer diese Sicherung bekommt und wer nicht. Da fällt ja auch schon eine Form von Selektion. Also es ist nicht Künstler sein, aber man fällt in die Künstlersozialkasse. Das heißt, das Ungerechtigkeitsprinzip habe ich ja auch bei dem Thema. Und dann zu sagen, okay, diese Ungerechtigkeit setzen wir halt für dieses Projekt jetzt erstmal fort. Und nur wenn sich dann zeigen würde, das ist Gutes, würden wir danach neu verhandeln. Also ich glaube, man könnte die Kritikpunkte, die Sie jetzt benennen, schon durchdenken. Einfach unter dem Aspekt, wie kriegen wir eigentlich überhaupt wieder so einen gesellschaftlichen Impuls zu sagen, wir nutzen die Krise, um irgendwas Neues auszuprobieren, um wirklich vielleicht auch was Neues zu lernen und die Kulturschaffenden jetzt mal aus diesem Limbo rauszuholen und zu sagen, okay, ihr seid jetzt Teil von diesem Versuch, vielleicht auch nach der Krise gibt es bessere Lebensmodelle für Kreativschaffende. Also, dass man die Krise dann danach auch als Basis hat, um zu sagen, so wie es vorher war, war es eigentlich auch nicht richtig gut. Wir brauchen als Gesellschaft einen anderen Solidaritätsgedanken. Und ich glaube, das, was Sie jetzt nennen, das gibt in Teilen, dass man sich ja auch freiwillig versichern kann, um eine Arbeitslosenversicherung zu haben. Aber es ist nicht einfach und nicht für alle. Also es kostet auch einiges. Aber diese ganzen Fragen auch wieder in die Gesellschaft reinzutragen. Also so ein Projekt dient ja auch letztlich dem Sammeln in der Debatte hinein, ja? Ja, ich glaube, wir müssen anfangen, darüber nachzudenken, wie wir diese soziale Sicherung organisieren. Ich glaube, das ist unstrittig. Wir müssen halt gucken, da bin ich für jedes Modell, das noch gedacht wird, dankbar. Und man kann die auch alle weiter streitig ausprobieren. Wie gesagt, meine Schwierigkeit wäre ein bisschen die, dass ich würde gerne eine Struktur schaffen, in der wir wechselseitig Verantwortung füreinander übernehmen. Und das sozusagen, finde ich, ist eigentlich in der deutschen Sozialversicherung mal vergleichsweise gut angelegt worden. Sie ist dann sozusagen eng geführt worden auf bestimmte Berufsgruppen und es passt momentan nicht auf die berufliche Wirklichkeit neuer Berufsgruppen und neuer Arbeitsmodelle. Und da müssen wir irgendwie hinkommen. Und da würde ich auch gerne hinkommen. Ich sehe eine gewisse Schwierigkeit, wenn Teile der Gesellschaft das Gefühl haben, und das ist ja das Böse, was dabei dann so leicht verhetzbar ist, obwohl wir wissen ja, dass es anders ist, da kriegen die, wenn sie sagen, dass sie Künstler sind, Geld. Das ist sozusagen die Gefahr, die ja dahinter steckt, die auch eine Trennung erzeugen kann an einer Stelle, an der ich keine brauche. Weil das Spannende ist ja, dass ich eigentlich momentan eine Situation habe, in der sowohl die sozialversicherungspflichtig geringverdienend Beschäftigten
und die Künstlerinnen und Künstler und die solo-selbstständigen Technikerinnen und Techniker beispielsweise, die ja in völlig unterschiedlichen Welten teilweise leben, wenn ich so auf die Milieuerfahrung gucke, eigentlich eine gemeinsame ökonomische Frage an unsere Gesellschaft gerade haben. Und wenn ich wirklich was verändern will, wäre es total sinnvoll, wenn wir diese, ich sag mal, so eine Form von neuer Arbeiterklasse ist das ja fast, die sich da bildet, wenn ich adressierbar bekomme und die auch gemeinsam losrennen und nicht die einen jetzt wieder sagen, ich brauche aber einen Sonderweg und die anderen löst ihr bitte irgendwie über Hartz IV oder sonst was. Sondern wenn wir da gemeinsam überlegen, wie schaffe ich eigentlich eine systematische Grundlage, in der ich deren Bedürfnisse gemeinsam so befriedigen kann, dass Solidarität wirklich ernst gemeint ist und nicht nur das Klatschen auf dem Balkon war, mit dem Schalengefühl derjenigen, die beklatscht wurden, dass das total nett ist, aber dass da nie was draus folgen wird. Und dieses nie was draus folgen, glaube ich, das ist ehrlicherweise die Chance, die wir jetzt haben. Wir haben den Schuss gehört. Die Frage ist, lehnen wir uns jetzt zurück und hoffen, dass es vorbeigeht oder sagen wir nehmen das sozusagen die Aufgabe jetzt an und bauen unsere Systeme so um, dass sie plausibel die nächsten 20, 30 Jahre mal wieder stehen und wir nicht nur hinterherhecheln und nur wortreich beschreiben können, wo sie gerade nicht funktionieren. Das wäre eine spannende Aufgabe und ich glaube ehrlicherweise, nach so vielen Jahren kleinteiligen Kalibrieren im Maschinenraum unseres Sozialstaats und unserer Gesellschaft, wie das sozusagen in der Bundesregierung in den letzten 15 Jahren der Fall war, weil man ja keine große Debatte führen wollte, wäre es ehrlicherweise mal wieder Zeit für die große Debatte und darüber, wie wir eigentlich in diesem Land leben wollen. Ich hätte da riesige Lust drauf und ich glaube, unsere Gesellschaft hätte da auch die Kraft und die Motivation, das Ding mitzumachen und daraus was zu entwickeln. Ungerechtigkeit ist ein starkes Thema, ein starkes Wort, das in den vergangenen Wochen aus der Kulturszene immer wieder gekommen ist. Wir haben eine Frage aus den sozialen Medien von Facebook, nämlich von Matthias Lintel. Es ist eine Frage an Herrn Broster. Gewerbliche Kunstgalerien dürfen Kunden empfangen, nicht gewerbliche Kunstorte sind geschlossen. Und letztere haben ja in Bezug auf Kunstvermittlung einen nicht ganz unerheblichen Bildungsauftrag, den sie gerne wahrnehmen. Abseits von Ausstellungseröffnungen herrscht ein Publikumsverkehr, der problemlos Corona-konform gemanagt werden kann. Sehen Sie, Herr Broster, noch eine Möglichkeit, diese, schreibt er, Ungerechtigkeit, dass Kommerz vor kultureller Bildung gestellt wird, zu beendigen? Ich wünschte, wir hätten das. Das ist ja also die Frage, gewerbliches Kunsthandel versus Museum ist ja fast nur das Harmlose. Besonders schön finde ich ja, dass die Buchhandlung im Museum darf öffnen. Das Museum muss aber schließen. Oder wir haben einen Gedenkort in Hamburg, der ist zur Hälfte Buchhandlung, zur anderen Hälfte Gedenkort. Der Gedenkortteil muss geschlossen sein, in der Buchhandlung darf ich aber ein Buch kaufen, das ist aber im gleichen Raum. Das hat was zu tun mit dieser Grundentscheidung der Corona-Beschlüsse von vor 2 Wochen, dass man gesagt hat, man lässt den Einzelhandel zu. Und die Kunstgalerie ist ein Gewerbebetrieb, sie ist ein Einzelhandel. Insofern ist sie geöffnet, da werden ja Bilder verkauft und keine Milchtüten. So, während das Museum nach der Logik dieser Beschlüsse eine Freizeiteinrichtung ist und zu schließen ist. Habe ich damit meine Probleme? Ja, das habe ich auch mehrmals kundgetan. Ich glaube, man müsste mindestens deutlich genauer begründen, warum das jetzt mal kurzzeitig so ist. Man kann sagen, wenn ich auf den Pfad gehe, zu sagen, ich will generell Kontakte beschränken, ich will generell, dass ihr euch weniger bewegt, deswegen nehme ich irgendwie alles weg, was irgendwie euch aus dem Haus treibt, aber Einzelhandel geht nicht. Dann ist das eine Logik, die am Ende dazu führt, dass das Museum zu ist und die Galerie offen. Und dann kann ich sagen, okay, für 4 Wochen kann ich damit leben, wenn ihr mir zeigt, dass ihr begreift, dass ihr da gerade unserer Gesellschaft einen Tort antut, weil ihr hier einen der zentralen Orte der Sinnsuche und des gemeinsamen Verständigens über unser Zusammenleben nehmt. Aber adressiert das bitte. Das heißt, was mich mehr aufregt als der Umstand, dass es gemacht worden ist, ist die Art und Weise, wie darüber nicht gesprochen worden ist oder wie darüber so hinweggewedelt wurde. Das halte ich für ein echtes Problem an dieser Stelle. Habe ich eine Hoffnung, dass sich das ändert? Ich bin mir sehr sicher, dass wenn wir über Lockerungen reden werden, keine Ahnung, wann das der Fall ist, wann das Testosteron von Markus Söder zulässt, dass wir über Lockerungen reden, kann ich gerade nicht beurteilen. Aber wenn wir dahin kommen, werden die Museen sicherlich die ersten Orte sein, über deren Wiederöffnung im kulturellen Bereich wir reden. Das war beim letzten Mal auch. Naja. Aber beim letzten Mal auch so. Und es ist auch plausibel, weil sie eben keine Veranstaltungsorte sind, die zum Zeitpunkt X eine bestimmte Summe von Menschen dorthin bringt, sondern die einfach wieder öffnen und die wunderbar verteilen können. Und in der Regel, wir haben damals schon gescherzt im Mai, das sind wahrscheinlich die sichersten Orte in der Stadt. Die haben exzellente Lüftungsanlagen und in manchen sind unserer Meinung nach immer schon zu wenig Menschen. So, insofern, glaube ich, kann man da ganz schnell wieder rein. Aber wir müssen erstmal überhaupt wieder dahin kommen, dass wir darüber reden, dass wir irgendwo Beschränkungen aufheben. Und leider Gottes reden darüber die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin noch nicht, weil die Zahlen sich noch nicht so entwickelt haben. Wir sind jetzt an der Plateauentwicklung, aber wir haben die Entwicklung noch nicht gebrochen. Wir haben noch keine Rückführung.
Beim ersten Kulturlockdown vor einem halben Jahr, da war das Unverständnis über die Ungerechtigkeit groß, dass der Föderalismus so manches Mal produziert hat, also so geografische Unterschiede, was in Köln erlaubt war, aber in Hamburg verboten war. Und jetzt haben wir ja eher so ein systematisches, strukturelles Ungefühl der Unfairness. Bordelle, Freizeitparks, Kultureinrichtungen in einem Atemzug. Jetzt haben wir gehört, im Neuen hat die Kultur immerhin einen eigenen Spiegelstrich, offensichtlich. Mein Gefühl ist, dass die Reaktion der Kulturmenschen diesmal auch deshalb eine andere ist als im März. Und man dennoch sich wirklich wieder nur unter Unterhaltung im weitesten Sinne subsumiert fühlt. Frau Marinitsch, ist das ein Kommunikationslapsus oder ist das wirklich ein komplettes Missverständnis von dem, was Kultur ist? Also ich glaube mich teilweise, also ich will es jetzt nicht ganz falsch zitieren, aber ich glaube, es gab diesen Satz auch von Hortensia Völkers, der Direktorin der Bundeskulturstiftung, die ja gesagt hat, im Grunde ist der Kulturetat so teuer wie 200 Meter Autobahn oder so, ne? Ich finde jetzt schon dieses Missverhältnis in der Bundesrepublik zwischen sich als Kulturnation präsentieren und teilweise gibt es große, wir haben, wie soll ich sagen, große Kulturerhöhungen, wir haben einzelne Personen, die sich sehr einsetzen, aber für viele war das schon ein Schock, so zu erleben, Moment, wenn es drauf ankommt, laufen wir unter Freizeit, unter Unterhaltung. Sind wir noch diese Kulturnation? Welche Kulturgüter sind das eigentlich, die so unverzichtbar waren? Ich meine, Berlin hat damals, glaube ich, als erste Stadt die Buchläden wieder aufgemacht, als der harte Lockdown war. Warum musste der Buchhandel, also ein Buch kaufen, das hat sich ja nachher auch gezeigt, war ja gar nicht so schwierig. Ganz große Fragen. Warum haben wir keinen alternativen digitalen Versand erarbeitet, jenseits von Amazon? Das heißt, als Amazon sagen konnte, es wird eben kein Buch mehr geliefert, dann standen wir so da und wussten nicht weiter. Ich glaube, dass für viele diese Krise tatsächlich ganz vieles demaskiert hat. So von einerseits wollen wir Kultur hochhalten, einerseits haben wir international geachtete Institutionen, gelobte Strukturen. Die Theaterlandschaft ist ja, glaube ich, immaterielles Weltkulturerbe. Also einerseits sozusagen diese Größe des Kulturbegriffs und der Kultur und des Kulturbetriebs und gleichzeitig die Möglichkeit, es so einzustampfen oder auch jetzt so bei der Ansprache. Wir sagen, jetzt gibt's einen Spiegelstrich-Kultur. Also wie wichtig ist eigentlich die Ansprache? Wann wird es eigentlich wirklich eine relevante Ansprache geben von vielleicht auch mal der Kanzlerin? Ich meine, Steinmeier hat sich da, glaube ich, sehr drum bemüht, als er Igor Levit ins Schloss Bellevue holte. Das sind natürlich einzelne Momente, aber ich glaube, wir müssen viel mehr in die Richtung arbeiten, sozusagen, welchen Stellenwert wird Kultur eigentlich haben? Und da geht's dann aber jenseits der großen Gesten auch in die ganz kleinen Fragen. Also es gab ja auch die Frauenbewegung von Ich will, wo Nora Bossong beispielsweise aufgezählt hat, welche Missstände eigentlich so im Literaturbetrieb auch für Frauen geherrscht haben. Also wie viel Honorar eine Autorin bekommt im Verhältnis zu einem Autor. Oder wenn wir Kultureinrichtungen haben, aber nicht bemessen, wie viele männliche Autoren, wie viele weiblichen. Ich glaube, diese Corona-Krise zeigt wirklich, was in diesem Kulturbetrieb alles vielleicht noch nicht gut läuft. Und diese ganze Unmut, die sich jetzt herausschält, hat aber mehr zu tun für mich mit so wirklich einer Grundverunsicherung. Spielt Kultur eine große Rolle? Ich meine, Bildung, ich glaube, Bildung versucht sich gerade zu rehabilitieren. Ich glaube, dieser Schock in den Knochen, dass man sagen kann, wir lassen die Schulen zu. Dänemark hat nach 4 Wochen die Schulen wieder aufgemacht. Man hat die Parks genutzt, man hat die Museen genutzt, um die Schüler dort zu unterrichten. Man hat gesagt, Kinder brauchen Kinder und Kinder brauchen Unterricht. Diese Form von Bildungsverlust können wir uns als Nation nicht leisten. Wir konnten uns das leisten als Kulturnation. Und Bildung und Kultur sind ja Hand in Hand zu verstehen. Also ich glaube, dass hier so eine Werteverunsicherung in den letzten Monaten schon durch die Gesellschaft ging. Genauso wie was Sie sagten, wir haben geklatscht. Aber ich glaube, 300 Euro hat Herr Söder, wird er in Bayern oder also die Beträge, die sozusagen jetzt als Anerkennung im Raum stehen, sind eben nicht die Übersetzung des Gemeinden. Und ich weiß auch nicht, wie wir es schaffen, die Debatten, die wir jetzt hier in so einem Stream führen, dann wirklich in die großen gesellschaftlichen Bereiche zu kriegen, weil wir uns ein Stück weit ermüden, weil die Menschen auch, ja, man sieht es ja auch auf Twitter, wie viele sagen, ich bin eigentlich froh, wenn ich jetzt hier heute gut auf dem Sofa liege, wie das eine Video sagt. Also nicht um die Gesellschaft nur zu schützen, sondern weil man auch mit so einer gewissen depressiven
Grundstimmung gerade umgehen muss. Ne? Wenn eine Welt stillzulegen, das hat eine Wucht, das haben wir alle noch nie erfahren. Und klar funktionieren manche Betriebe und andere nicht, aber ich glaube für die Kultur, ich habe einen ganz bitteren Satz heute von einer Kulturschaffenden, habe ich glaube vorhin schon gesagt, aber sowas besorgt mich dann schon, wenn, also es ist jemand, der wirklich klug ist und wenn jemand so sagt, so ich habe Angst, was dieses verordnungsautoritäre Ding, was wir gerade haben, welchen Raum die Kultur in solchen Strukturen überhaupt noch haben soll. Und die Verunsicherung, ja, da weiß ich gerade keinen guten Weg heraus. Und ich glaube, wir können den auch nicht mit Livestreams lösen, sondern wir brauchen 2, 3 große Debatten um den Stellenwert von Kultur und Bildung, um die Mittel, die da hinterlegt werden, um diesen Stellenwert in Zukunft zu begründen. Und ich glaube, wir brauchen schon auch mehr Politiker wie Carsten Broß da, wo man so ein Gefühl hat, da steht ein Politiker ein und ist sicher keiner, der leugnet, dass es Maßnahmen braucht und dass man Infektionszahlen runterbrechen muss, der aber auch sagt, hier ist ein Leben und Teil vom Leben ist Kultur und wie soll das gehen? Sollen wir jetzt wirklich bis nächstes Ostern in diesem stillgelegten Universum funktionieren? Ja, also wir brauchen schon eine Grundsatzdebatte und ich glaube, es gab ja parallel auch für die Milliardenmaßnahmen der Bundesregierung eine parlamentarische Anfrage der FDP, dass nur 1% abgerufen waren der Mittel, die eigentlich zur Überwindung der ganzen Krise waren von eigentlich den Unternehmern. Und als man jetzt diese gleiche Abfrage für die Kultur machte, sah es ähnlich aus. Das heißt, das bürokratische Monster, das zwischen dem Hilfsbestreben und den Hilfsbedürftigen steht, ist halt auch groß. Ich glaube, wenn wir im Zeitalter der Digitalisierung sind, muss man die Krise jetzt auch maximal dafür nutzen, sich zu überlegen, wie entbürokratisieren wir eigentlich das Ganze. Das sieht man ja auch bei Anträgen für die Kultur. Wenn man einen Antrag, es gibt Ministerien, da reicht man ein kleines Ding über eine Gesichtsmaske ein und es funktioniert und andere wollen irgendwie einen Doktortitel um ihren Antrag. Also man braucht irgendwie 3 Leute im Team, die nur einen Antrag stellen können für ein Kulturprojekt. Also wie gehen wir eigentlich um mit den Mitteln, die die Politik schon bereitstellt für die Kultur und den Leuten, die aber wirklich keine Affinität haben zu dieser Form von Bürokratie und Kulturmanagement? Wie breche ich da diese Mauern, damit wirklich Geld zu denen kommt, die dafür, die es brauchen, um Dinge umzusetzen? Vielleicht 2. Ich habe gerade in Hamburg den Eindruck gehabt, dass in der Clubszene zum Beispiel, dass sie das sozusagen ja outgesourced haben, beispielsweise. Also, dass das sozusagen entbürokratisiert wird und dass sie das ausgelagert haben, die Entscheidung, wer welches Geld bekommt. Also halb. Also ich glaube, das hat der Bund auch gemacht bei diesem, wo nur so wenig abgeflossen ist von Neustart Kultur. Ich glaube, der entscheidende Unterschied ist, und das müssen wir auch nochmal lernen, haben sehr schnell, sehr früh nach dem Bund gerufen, haben gesagt, die Bundesregierung muss uns jetzt helfen, die muss im Bereich der Kultur was machen. Das ist auch alles total löblich, aber eigentlich hat der Bund gar keine Erfahrung darin, Kultur kleinteilig zu fördern, weil er gar nicht zuständig ist. Also wir haben in Hamburg sozusagen mehr Geld für Hamburg auf die Straße gebracht, als der Bund über dieses Neustart-Kulturprogramm bisher insgesamt für die Bundesrepublik. Das vielleicht mal so als Benchmark, weil wir wissen, wie das geht. Und wir haben jetzt auch nicht einfach das Geld der Clubstiftung rübergeschoben, haben gesagt, macht mal, sondern wir machen das miteinander. Aber wir kennen uns auch, wir wissen auch, wie das funktioniert. Und wir sind auch sozusagen, die Telefonnummer ist bekannt bei dem man anrufen muss, um herauszufinden, wie man ein Problem löst. Das heißt, es hat schon ganz viel damit zu tun, dass so ein Staat vor Ort präsent ist in Menschen, die sich kümmern. Und das ist ja nie nur ein Kultursenator, der sich jetzt irgendwie kümmern will, sondern das ist eine Behörde voller Menschen, die sagt, wir haben ein Interesse daran, dass die Künstlerinnen und Künstler und die Kultureinrichtungen bei uns vor Ort da durchkommen und wir helfen dabei. So, und das ist dann, wenn das zusammenkommt, kann man eine ganze Menge bewegen. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen an der Stelle, lenkt aber natürlich den Blick auf das, was vorhin schon mal angesprochen worden ist. Warum gelingt das dann nicht überall? Warum haben wir so disparate, unterschiedliche Systeme in den verschiedenen Ländern? Ich glaube, da müssen wir uns tatsächlich deutlich besser abstimmen, als das bisher der Fall war. Ich will aber noch mal einen Satz sagen zu dem Aspekt davor, weil ich den ganz, ganz wichtig finde. Diese Frage, die große Debatte über die Kultur führen. Da bin ich total dabei, weil die brauchen wir ganz dringend. Das Problem ist nur, das ist Metakommunikation. Und die ist immer so schwer zu führen, weil wir reden ja letztlich über die Bedingungen, unter denen wir als Gesellschaft unsere Dinge regeln.
Ich halte das für wahnsinnig notwendig, dass wir auf diese Ebene kommen, aber das ist nicht trivial, weil das eine Ebene ist, auf die sich viele nicht begeben wollen. Übrigens viele gerade in der Politik nicht, weil ich nicht einfach sagen kann, ich bin dafür, dass wir das da machen oder ich bin dagegen, dass wir das machen, sondern wir tatsächlich viel tiefgreifender inhaltlich über Wertvorstellungen und Ideale in einer Gesellschaft reden müssen. Und der schönste Satz zu diesem Thema Freizeitgestaltung in dem Lockdown-Beschluss, den hat Uli Kuhn, der Präsident des Bühnenvereins und sozusagen Intendant des Deutschen Theaters in Berlin, mal gesagt. Er hat in der Berliner Zeitung im Interview, ich habe das gerade nochmal rausgesucht, gesagt, zu dieser Freizeitgestaltungseinordnung, mich erinnert das ans 19. Jahrhundert, an den Pietismus mit seinem Bild vom bequemen Weg zur Hölle. An diesem Weg liegen lauter Unterhaltungseinrichtungen, Spielbanken, Bordelle und Theater. Das Theater war für die Pietisten ein Teil der teuflischen Zerstreuung, die uns davon ablenkt, ein guter, arbeitender und betender Mensch zu sein. Das habe ich jetzt nicht nur gesagt, weil ich den Theologen Daniel Kaiser glücklich machen wollte, sondern weil wir damit sehen, das ist nichts von jetzt, sondern das ist ganz tief in unserer Gesellschaft drin, diese Interpretation, das ist alles nur Zerstreuung und das ist nicht so wichtig. Eigentlich geht es um Ora et Labora. Oder in der Stichwort Theologie, weil ja Gottesdienste erlaubt sind, Theateraufführungen nicht. Das hat in Hamburg am Tag vor dem Lockdown dazu geführt, dass sich Kirche und Kultur bemerkenswerterweise zusammengetan haben. Wir waren dabei, der Herr Broster, beim Gottesdienst der Künste. Ich durfte Fürbitten sprechen, ja. Wir haben Fürbitten gesprochen, sozusagen säkulare Fürbitten mit politischen Seitenhieben. Ein Gottesdienst der Künste und da war ganz interessant, also da spürte man den Wut, den Zorn, die Tränen, den Frust, Joachim Lux, Thalia-Intendant, wirklich, der gesagt hat, ich verstehe es nicht, der wirklich wütend war. Was sagen Sie dem? Wie groß ist die Gefahr, genau eben die zu verlieren, jemanden wie Lux, die für so eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung doch unglaublich wichtig und notwendig sind? Ja, diese Gefahr ist da. Das ist ja genau das, was ich meine. Und deswegen müssen wir ran an diese Interpretation in unserer Gesellschaft und müssen wegkommen von dieser Idee, Kunst und Kultur ist, und jetzt gibt es ja verschiedene Graduierungen, es gibt diese Variante, das ist irgendwie die Zerstreuung, die uns davon abhält zu arbeiten, dann gibt es so einen klassenkämpferischen Impuls nach dem Muster, ach, das ist was für die besseren und gebildeten bürgerlichen Stände, sowas habe ich dann ja auch immer noch teilweise drin, warum soll ich mich denn um so ein Opernhaus kümmern, mach das doch mal zu. Also auch das habe ich ja dabei. Dann habe ich wiederum die sagen, ja, aber diese Musikclubs, ne? Also wir haben jetzt gerade kürzlich den Bundesinnenminister gehabt, der nochmal sehr deutlich zu verstehen gegeben hat, für ihn sind Musikclubs kein Teil des kulturellen Lebens, weil wir da durchaus eine Frage haben, kann ich das als Kulturflächen auch im Baurecht betrachten und kann sie deswegen anders behandeln, als ich das unter Umständen mitten im Freizeit in der Spielhalle machen kann. Das ist sozusagen, da wird es ganz schnell ganz hart, auch materiell. Da haben wir noch Unterscheidungen und wir müssen miteinander daran arbeiten. Das ist diese Metakommunikation, die ich meine, dass wir anerkennen, dass alles ist Arbeit am gesellschaftlichen Sinn unseres Zusammenlebens. Weil das kann Kunst machen. Kunst kann uns mit ihren Angeboten dazu zwingen, uns als Gesellschaft mit uns selbst auseinanderzusetzen. Und wenn wir uns bereit erklären, das zu wollen, uns auch bereit erklären, uns unsere eigene Vielfalt vorführen zu lassen, das, was der Gudar Marinic, finde ich, völlig zu Recht gesagt hat, es geht darum, zu zeigen, dass wir als Gesellschaft viel, viel vielfältiger sind als diese traditionalistischen Vorstellungen einer homogenen Wertegemeinschaft, die uns dann gerne so im Leitkulturgewand oder sowas untergeschoben wird. Und das, dann wird's anstrengend. Aber in dieser Anstrengung steckt ein unglaublich großartiger Entdeckungszusammenhang, mit dem wir als Gesellschaft aufgeklärter sein können. Aber das zu erzählen und Lust darauf zu machen, sich in dieses Abenteuer zu stürzen, das kann, also Politiker klingen dann schnell wie Pfarrer und fangen an zu predigen, so fühle ich mich hier gerade so ein bisschen. Aber ich setze voll darauf, dass Kunst, wenn sie sich selbst vertraut, also ich habe mit Igor Levit mal lange darüber gesprochen, der gesagt hat, wir müssen selber relevant sein wollen in dem, was wir tun. Und wir müssen diese Relevanz auch reklamieren für uns. Und wir müssen sie mit unserer Kunst dann auch quasi einlösen. Dann hat Kunst alles in der Hand, um diese sozusagen emotionale und rationale Überwältigung von Menschen zu leisten. Und wenn wir dem vertrauen, dann ist mir nicht bange, dass uns das gelingt. Aber dazu müssen wir Allianzen schmieden. Und diese Allianzen können nicht nur sein, vom Bund zu fordern, gib uns mehr Geld, sondern der erste Schritt muss tatsächlich sein, den Stellenwert der Kunst und der Kultur in unserer Gesellschaft zu reklamieren. Dann folgt das Zweite. Wenn ich das habe, ist es leichter zu sagen, dafür brauchen wir jetzt auch die Ressourcen. Aber diesen ersten Schritt müssen wir machen. Und da müssen sich tatsächlich auch Kulturpolitik und Kunst und diejenigen, die sozusagen das ganze Managen und Organisieren zusammentun, damit wir da weiterkommen.
Eben gerade habe ich noch bei uns im Radio, bei NDR Kultur, ein Interview mit Christian Tetzlaff gehört, mit dem Geiger, der sagt, nee, wir haben keine Lobby. Klassisch, wir haben keine Lobby. Und der Chef des NDR Elbphilharmonieorchesters, Alan Gilbert, hat es auch gesagt, wir werden einfach nicht gehört. Stichwort Selbstbewusstsein, Auftreten, wenn man sozusagen die Unverzichtbarkeit von Kultur und Kunst verkörpert, dann wäre schon viel gewonnen. Fehlt es da, Frau Marinitsch, fehlt es da, fehlt es daran, in diesem Selbstbewusstsein, an dieser Strahlkraft? Das hört man ja auch auf, aber wenn man jetzt sieht, was Herbert Grönemeyer und Caroline Kebekus natürlich als Kabarett sich auf die Beine gestellt haben, ich finde nicht, dass diesen Menschen das Selbstbewusstsein fehlt. Und ich finde auch nicht, ich finde es richtig, was Carsten Broster und Igor Levit sagen, dass wir quasi an die eigene Wirkmacht oder an die eigene Kraft glauben müssen. Aber ich bin da vielleicht nicht ganz so, dass ich glaube, das Individuum wird es richten. Also ich glaube, wir brauchen da schon nochmal ein ganz grundsätzliches Nachdenken über Strukturen, über was mit unserer Medienlandschaft passiert ist in den letzten Jahren. Wo findet denn Kultur in welchem Format eigentlich noch statt? Also ich vergleiche das jetzt mal mit Frankreich, über Bücher reden. Da gibt es Sendungen, da redet ein Autor eine halbe Stunde über sein Buch. Und er redet über das Buch. Und es kommt nicht ein Autor und redet nachher über was Thomas Gottschalk wissen will oder sonst wer, sondern es werden wirklich die Inhalte von Büchern in den Mittelpunkt gestellt. Also auch dieses Reden über Kultur. In Frankreich gibt es in den Schulen Unterricht im Sinne von filmische Bildung. Also wenn ich Filme als oder bildliches Erzählen noch will, dann muss ich doch den Kindern von klein auf irgendwie nahebringen, welchen Wert hat Film, wie lese ich das, wie verstehe ich das. Und Kultur hat eben einen Moment von direkter Erfahrbarkeit, aber nicht für alle. Also man muss schon auch viel wissen manchmal, um Kultur zu verstehen und wo vermitteln wir dieses Wissen. Also Kulturvermittlung und Kultur, aber mir geht es bei der Frage, die Herr Broster gerade besprochen hat und Igor Levit, ja, ich bin super überzeugt von mir. Nur wenn ich das sozusagen immer in den Streams und Kulturzentren mache, wo das Bildungsbürgertum hinkommt, dann ist es die beste Selbstbeschäftigungsmaßnahme der Kultur. Marlene Strerowitz hat mal gesagt, wenn man die 3%, die im Theater arbeiten, mal auf die Straßen loslassen würde mit der kreativen Energie, dann wäre in Deutschland die Hölle los. Das heißt, für mich ist auch so ein bisschen die Frage, wie kommen wir eigentlich raus aus diesem alten Kulturbegriff und uns so wichtig finden und beanspruchen im Sinne von Lobby? Und das hat für mich nichts mehr mit Selbstbewusst zu tun, denn Grönemeyer, Kebekus, die ganze Aktion war ja ultra selbstbewusst. Die hat was zu tun mit der Schnittstelle zur Politik, die wir hier gerade aufbauen und die eigentlich viel größer sein müsste, nämlich zu sagen, wir schaffen Kultur und darin wollen wir Vollzeitkünstler sein und auch nicht Manager. Im Prinzip durch das ganze Förderwesen wurden ja Künstler zunehmend ins Kulturmanagement reingemobbt, würde ich fast schon sagen. Wenn man freischaffend Kultur machen muss, muss man auch schon managen können. Wie entzweige ich das eigentlich wieder? Wie bezahle ich Kunst so, dass Künstler wirklich für die Kunst bezahlt werden? In den USA hat mal jemand zu mir gesagt, wieso macht ihr hier eigentlich alle so viel Kulturmanagement als Künstler? Weil am Ende, ihr seid doch die Kuh, man macht doch nicht die Kuh kaputt, die Milch gibt. Also die Künstler werden hier teilweise auch sehr zermürbt von, hier ist ein Antrag hier gibt es 3.000 Euro da, die haben mal 50.000. Aber wie vergüten wir Kunst und Kultur in der Form, dass die Künstler wirklich ihren Begabungen nachgehen können? Ich würde das sogar weiter in die akademische Welt ziehen und sagen, auch da hat man die Akademiker verschleißt in diesem Management, Wissensmanagement, Anträge, Drittmittelanträge. Also ich finde, die geistige Energie dieses Landes ist im Moment in so einem Stauraum von bürokratischen Drittmittelanträgen. Und ich hätte gern von der Bundesrepublik so eine Rückkehr zu diesem Kultur kann halt nicht immer was erwirtschaften. Kultur braucht auch die Räume, in der man dann die Kreativität laufen lässt und vielleicht wird sie dann etwas erwirtschaften, aber nicht von Anfang an alles in dieses Management-Ding zu pressen. Menschen, die dadurch vielleicht auch ihre kreative Energie ein bisschen erstickt sehen. Also ich wünsche mir gerade sozusagen, wenn wir das eben nochmal, vielleicht, ich weiß damals die Geschichte, wie diese Künstlersozialkasse zusammenkam. Ich glaube, es waren SPD-Politiker, ne? Ich weiß es nicht mehr genau, aber der damals merkte, hier ist ein ganzer Zweig von Menschen, die einen großen gesellschaftlichen Wert kreiert, der aber völlig unabgesichert ist. Und er hat sich ja auch so durchgemogelt durch Mehrheiten im Parlament. Das heißt, eigentlich ist im Moment die Frage, wie schafft man so eine überparteiliche Gruppe an kulturaffinen Menschen,
die diese Themen wirklich voranbringen und pushen und sagen, wir brauchen auch im Rundfunk- und Fernsehrat Leute, die sagen, da muss Raum sein. Wir können auch nicht im Radio immer sagen, es gibt gute Sender, wo da ist Platz, aber manche wollen, dass du in 60 Sekunden dein Statement runterratterst über die Welt. Und dann sollst du Sinn kreieren. Also ich glaube, wir müssen schon nochmal, also diese ganzen komischen Setzungen, dass man im Radio nicht lang reden darf, aber jetzt gibt es Podcasts und es geht 6 Stunden und die Leute hören wieder zu. Also diese Vernichtung von Kunst aufgrund angeblicher Hörgewohnheiten, die so konsumerisch eher ist, und dagegen wieder zu verteidigen, was will Kultur, wie will, muss man reden über Bücher, Schriftsteller nicht zu missbrauchen, dass sie dauernd in die Alltagsdebatten irgendwie reinfunken müssen, sondern das Buch als Werk hinzustellen, sagen, ist doch eine Chance für eine Gesellschaft, einen anderen Weg aufzumachen und was anderes zu verstehen. Und ich habe das Gefühl, wir benutzen im Moment die Künstler ganz viel in die aktuellen Debatten hinein, wo sie bedingt agieren können, sie sind ja nicht Politiker. Und wir nutzen die Chance, das Geschenk, das die Kunst ist, nämlich diese Welt zu öffnen, größer zu werden. Ich meine, Michel Krüger vom Hansa Verlag hat es mal gemacht, er kann die Nachrichten schon immer anmachen, kommt ja immer das Gleiche, setzt an sich an. Also übertrieben gesagt, wie schaffen wir es, durch Poesie, durch Musik, durch die Kunstformen, die wir haben, wirklich dieser Welt wieder Räume zu eröffnen. Und nicht nur, dass Kunst Gesellschaft gestalten kann, in dem, wie wir es haben, sondern ich glaube, dass Kunst eben auch Gegenwelten und neue Welten schaffen kann. Und mir fehlen da im Moment der Mut, kulturpolitisch zu sagen, ja, wo finden wir eigentlich diese Räume? Zum Beispiel, fangen wir mal an mit dem Fernsehen, dass man jetzt mal sagt, hier in der Corona-Krise muss es halt um 21.45 Uhr mal richtig hochwertige Kultursendungen geben und nicht irgendwie um 22 Uhr, 23 Uhr, 5 am Sonntagabend. Also, dass wir wirklich anfangen zu sagen, die Corona-Krise muss auch ein Überdenken der öffentlichen Formate sein, die es gibt, um Kultur überhaupt noch in breitere Gesellschaftszweige zu bringen. Also da gucken wir gerade Thomas Gottschalk in allen Facetten. Ne? Das bezahlen wir auch mit Steuergeldern. Thomas Gottschalk moderiert das, Thomas Gottschalk erinnert das, Thomas Gottschalk findet den. Und das ist im Moment die Ebene der Nostalgie, auf der ganz viel von Kultur stattfindet. Und ich würde mir halt wünschen, dass wir diese Räume öffnen, um die wunderbaren Künstler, die gerade zu Hause sitzen und nicht wissen, wo sie in dieser Krise eigentlich sind, für die eine Plattform zu schaffen. Das bedarf, dieser Paradigmenwechsel muss ja initiiert werden. Dazu braucht man Impulse, dazu braucht man Prediger. Und Carsten Broster ist ja so ein Erweckungsprediger, der versucht, die Beschlüsse, die Bundesländer und Bundesregierung fassen, sehr differenziert zu antworten. Und im Feuilleton, da raschelt es auch immer. Und sie werden ja auch wahrscheinlich vom Hamburgs ersten Bürgermeister Tschentscher gehört. Die Frage ist, leistet man sich in der Politik einen Carsten Broster, der das Kulturelle da so ein bisschen abdeckt? Oder wo ist eigentlich die Schnittstelle, wo sie, ab wann sie nicht mehr gehört werden? Von wem würden sie gern gehört werden, Herr Broster? Ach, also erstmal muss ich sagen, ich bin ja versucht, jetzt gerade eine halbe Stunde über ein Buch zu reden, aber das mache ich jetzt mal nicht, sagen den französischen Weg an der Stelle. Von wem ich gehört? Ich glaube, wenn ich gehört werden möchte, verschaffe ich mir Gehör. Also die Penetranz lernt man in Gelsenkirchen irgendwann, das habe ich hinbekommen und das würde ich auch weiter beschaffen. Also in Hamburg, sagen in der immer Kontenance wahrenden Bürgerstadt, die kommen mit so einem Proleten aus dem Pott, dann sagen, das funktioniert als Disruption dann schon ganz gut. Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Was schon richtig ist, und das hat was zu tun mit dem, was Herr Gordon Marinic eben beschrieben hat, wir haben Kulturpolitik viel zu lange nicht als Politik begriffen. Kulturpolitik war was für distinguierte ältere Damen, die sozusagen betuliche Grußworte bei Sonntagsmatinees halten konnten, in denen sie den Sinn von Gesellschaft beschwört haben. Das können Herren aber auch sehr gut. Können auch Herren sein, aber meistens war das dann ja dummerweise, wenn man gesagt hat, also es muss jetzt sozusagen, wir brauchen mehr Frauen in einer Regierung, dann war Kultur immer das Ressort, das man als erstes abgegeben hat. Also das war ja sozusagen eine boshafte Form des Machismo, der sich da dann leider Gottes in der Politik ja auch noch durchgesetzt hat. Ich sage das deshalb, weil ich ja ins Amt gekommen bin gegen genau eine solche Logik, die damals in Hamburg ja auch unterstellt habe, es müsse jetzt aber dringend wieder eine Frau werden. So, das ist, dann hat eine Frau, die das mal war, gesagt, nee, das findet sie nicht richtig. Und das hat dann schon Gott sei Dank ein bisschen geholfen. Aber natürlich können das auch Männer. Mir fallen auch ein paar ein, die das auch gemacht haben. Aber der Prototyp war vor allen Dingen parteilos. Punkt eins. Und Punkt zwei, wenn es dann anders war, war, wir nutzen Kultur als eine Ressource im Standortmarketing-Wettkampf. Wir nutzen das, um Menschen zu erklären, ihr könnt hierher kommen, das ist total toll, weil euer Lebenspartner findet hier eine gute Freizeitgestaltungsmöglichkeit, auch durch tolle Kultureinrichtungen.
So, und den Umstand, dass wir tatsächlich mittlerweile in der Gesellschaft leben, in der die Frage, was macht eigentlich den Sinn dieser Veranstaltung aus, die wir Gesellschaft nennen, so unmittelbar auf der Tagesordnung steht. Und zwar nicht erst seit Corona, sondern vorher, weil diese Gesellschaft endlich anerkennt, dass sie vielfältiger ist und feststellt, dass sie mit dieser Vielfalt nicht so leicht zurande kommt. Dass ihr die Instrumente fehlen, aus der Vielfalt heraus trotzdem eine gemeinsame Vorstellung, friedlich und frei in dieser Vielfalt zu leben. Dass sie dafür Kultur braucht, hat sie erst dadurch gemerkt, dass andere politische Kräfte Kultur zu einer Ressource gemacht haben, um diese Vielfaltsoptionen wieder zu verengen. Das waren dann sozusagen das, was von rechts kam, so nach dem Muster, wir definieren das mal wieder traditionalistisch enger und definieren Sachen raus. Dadurch müssen sich demokratische Politikerinnen und Politiker herausgefordert fühlen, sich auch um Kultur zu kümmern. Und zwar ganz entscheidend, weil das eine Voraussetzung dafür ist, dass diese Gesellschaft so frei und lebenswert und divers ist, wie wir sie haben wollen. Und das setzt schon dann auch voraus, dass man an der Stelle auch in eine politische Auseinandersetzung über Wert, Rolle und Bedeutung von Kultur geht. Und ich bin ausdrücklich bei Jagoda Marinic, dass ich nicht meine, und da wäre ich auch missverstanden, da hätte ich mich falsch ausgedrückt, dass ich jetzt gefordert hätte, Kultur Schaffende, Künstlerinnen, Kreative sollen durch die Gegend rennen und permanent erklären, dass sie wichtig sind. Nein. Das wäre ganz grauenhaft. Wir haben die Situation nur tatsächlich teilweise. Es gab mal einen schönen Kommentar vor 2-3 Jahren im Tagesspiegel, der hat geschrieben, er habe so ein bisschen das Gefühl momentan, dass in der Politik viel Theater gespielt würde. Und weil das so wäre, würden die Theater jetzt anfangen, im Prinzip nur noch diskursive Beiträge zu leisten, aber sozusagen ihrer eigenen ästhetischen Spielfähigkeit nicht mehr zu vertrauen. Das heißt, wir flippen so ein bisschen die Möglichkeiten. Politik baut eine Inszenierung nach der anderen, dann sagt das Theater, okay, jetzt machen wir den politischen Teil. Und ehrlicherweise können wir andersrum beides besser. Also die Theater können deutlich besser spielen als wir Politiker. Dafür können wir vielleicht einen Diskurs organisieren. Wobei ich gar nicht sagen will, dass die Theater daran nicht teilhaben sollen, aber sie sind wahrscheinlich wirkmächtiger, wenn sie ihrer eigenen Kunst vertrauen. Und das meine ich damit, das Zutrauen zu haben, auch mit der eigenen Kunst, durch den eigenen künstlerischen Ausdruck hindurch relevant zu sein. Das finde ich spannend. Also wir hatten vorhin Amelie Däufelhardt, Kampnagel. Als wir den ersten Lockdown haben, hat Kampnagel gesagt, okay, was machen wir? Wir mieten Plakatflächen in der Stadt und gehen mit dem, was wir machen wollen. Wir können ja nicht mehr auf die Bühne, also mieten wir Plakatflächen und bringen Teile unserer Kunst auf die Plakatflächen. Also sozusagen einfach sich Wege zu suchen, wenn die klassischen Wege zu sind. Und an der Stelle finde ich auch diese Frage, sozusagen, was wir vorhin mal hatten, nölen die Künstler zu viel rum und sind die zu sehr beleidigt oder irgendwie sowas, das glaube ich gar nicht. Aber es gibt natürlich einige in allen gesellschaftlichen Bereichen, auch in der Kunst, die momentan darauf reagieren, sozusagen, dass es eine Kränkung ist, nicht mehr so produzieren und arbeiten zu können, wie man es gewohnt ist. Und es gibt andere, die sagen, okay, mein Leben ist voller Widerstände, jetzt ist irgendwie noch ein Widerstand dabei, ich finde wieder einen Weg und ich erfinde mich wieder neu und ich habe die Fähigkeiten, auch mit dem, was da jetzt als neuer Umstand ist, kreativ umzugehen. Ich denke ein Opernrepertoire neu, ich denke eine Aufführungspraxis neu, ich packe Container voll und schicke die zu Leuten nach Hause, da ist ein Schauspieler drin, der spielt dann für ein kleines Publikum in einem Stadtteil. Alles Dinge, die es ja gegeben hat. Das heißt, wir suchen uns kreative neue Wege, trotzdem die Kunst zu den Menschen zu bringen. Aber die Kunst und nicht das Gespräch darüber, dass es jetzt Kunst bräuchte. Das kann das nur einbetten. Da muss dann Politik auf den Platz. Aber der entscheidende Punkt ist wirklich, sind wir bereit, der Kunst die Räume in unserer Gesellschaft zu organisieren, die sie dann mit Kunst füllen kann? Dann wird es inspirierend und dann wird es auch intuitiver, nachvollziehbar, wie man das organisieren kann. Wir haben gerade heute darüber gesprochen, wie können wir vielleicht bildende Künstler in Hamburg besser fördern, indem wir sagen, wir bringen sie jetzt auf diese großen sozusagen Litfaßsäulen, die wir momentan haben, wo wir Kulturveranstaltungen normalerweise ankündigen, die es ja gerade nicht gibt. Da sind überall leere Flächen. Lass uns doch da Kunst drauf produzieren und lass uns eine Outdoor-Galerie bauen für den Zeitraum, solange wir das haben, damit da was ist im Alltag, damit die Leute sehen, es wird produziert, das hat Sinn, damit kann ich mich auseinandersetzen, das ist spannender als die sagen zweckrationale, werbeästhetische Überformung von Botschaften, mit denen ich tagtäglich zugeballert werde. Da sind mehrere Dimensionen, das ist viel tiefer. Und ich glaube, dem wieder stärker zu vertrauen und dem Raum zu geben, das müssen wir gemeinsam hinbekommen. Also ich bin ganz dankbar, und ganz kurz, dass Herr Broster das ergänzt hat. Ich wollte nicht sagen, dass das nicht, also nicht, dass es falsch hängen bleibt, dass es nicht richtig und wichtig war. Ich glaube nur, dass wir das, was Sie jetzt gesagt haben, noch viel stärker verstehen müssen, wenn wir eben diese Begegnungsräume schaffen, dann nicht nur auch um
die politisch ohnehin relevanten Themen zu eröffnen, sondern vielleicht die, von denen wir nichts wissen, weil sie nur in den Köpfen einzelner Menschen geboren werden als Ergebnis eines künstlerischen Prozesses. Also das noch stärker zu nutzen und dafür Räume zu schaffen. Ja, und jetzt wäre es... gab einen schönen, also bei der 175-Jahr-Feier des heute auch schon erwähnten Thalia-Theaters hatten wir Simon Stevens, einen britischen Theaterdramaturgen, Theaterautor da, der nach einer langen Geschichte, die ich jetzt nicht wiederhole, im Prinzip in dem Satz endete: We need to tell our stories better. Das war für ihn der Kernsatz nach dem Muster: Es gelingt der aufgeklärten Gesellschaft momentan nicht, ihre Geschichten gut zu erzählen, weil wir davon ausgehen, dass alle Menschen die schon begreifen, weil wir das ja schon gelernt hätten. Und ich glaube, wir können alle miteinander in unserer Gesellschaft von Kunst und Kultur lernen, wie wir unsere Geschichten erzählen. Im Sinne einer Aufklärung und im Sinne eines Zueinanderkommens. In Ihrem Buch, um das es ja heute auch gehen soll, Ausnahmezustand. Eine halbe Stunde, ja. Es ging ja im Prinzip den ganzen Abend um das Buch. Und da geht es natürlich, es geht um die Debatten, die wir führen sollen, müssen, werden, hoffentlich werden, die von Corona angestoßen sind. Es geht um Marktwirtschaft, es geht um Globalisierung. Es geht auch, und darauf würde ich jetzt noch gern kommen, um Politik und den starken Staat. Also Frau Marianitsch hat ja angedeutet, wir müssen das schon auch forcieren mit unseren Möglichkeiten der Politik und der Behörden, dass bestimmte Themen gesetzt sind in den Medien, in der Öffentlichkeit. Wie stark, Herr Brosta, soll denn der Staat eingreifen in diesen Diskurs und Themen bewusst setzen und die Möglichkeit, sie zu setzen? Na, also Staat und Themen setzen, da werde ich immer so ein bisschen kitzelig, weil das macht Gesellschaft. Also mein Punkt in dem Buch ist, dass wir an vielen Stellen in den letzten Jahren immer wieder gesagt haben, das kann Politik, das kann Staat nicht leisten. Also nach dem Muster, da ist sozusagen, das ist eine Aufgabe des Marktes und der Markt ist ja so selbstbezüglich und autonom und existiert da einfach. Und ich glaube, wir haben in den letzten Wochen und Monaten schon sehr deutlich festgestellt, dass der Staat ein sehr, sehr starkes Instrument einer Gesellschaft sein kann. Dass, wenn diese Gesellschaft der Meinung ist, bestimmte Dinge durchzusetzen mittels der Instrumente des Staates, wir viel mehr dort leisten können, als wir uns das manchmal selber vorher eingestanden haben. Und die Frage ist jetzt, was machen wir damit? Die Frage, welche Themen setzen wir, würde ich bei einer Gesellschaft sehen. Da sind wir als Zivilgesellschaft, als Künstlerinnen und Künstler, auch als Politikerinnen und Politiker gefragt, aber nicht als Staat, der eine Agenda setzt. Aber wenn wir als Gesellschaft den Staat nicht als etwas uns äußerlich Feindliches begreifen, sondern eigentlich sagen, am Ende ist der Staat das Werkzeug, das eine moderne demokratische Gesellschaft in der Hand hält, um ihre Sachen zu regeln und zu reparieren, dann können wir den Staat, glaube ich, viel effektiver und intensiver nutzen, als wir es in den vergangenen Jahren getan haben, wo wir uns gerne mal zur Seite gedrückt haben und gesagt haben, ach nee, das ist der Markt, das können wir nicht, da dürfen wir nicht hin, das funktioniert nicht. Das, glaube ich, ist weg, das Argument. Und dass das Argument weg ist, kann eine Chance sein. Was uns nicht passieren darf, ist das, was sagen vorhin angesprochen wurde, als diese autoritäre Fiktion, so nach dem Muster, da ist jetzt der Staat, der regiert über seine Exekutive und über solche Verordnungen, die zur Eindämmung eines pandemischen Geschehens notwendig sind, einfach mal in alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens so weit hinein, dass er meint, er muss gar nicht mehr begründen, was er da tut. Das wäre ein Punkt, der zerstört genau die Fähigkeit einer Gesellschaft, sich des Staates zu bemächtigen, um ihre eigenen Dinge zu regeln. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir die Einsicht und das Einverständnis und das Vertrauen von Bürgerinnen und Bürgern in das, was der Staat momentan macht, erhalten. Und da finde ich es ehrlicherweise suboptimal, wenn das Kanzleramt irgendwie am Morgen irgendwelche Beschlussvorlagen raushaut, die so erkennbar mit niemandem abgestimmt sind, dass davon am Abend auch nichts mehr im Beschluss drin steht. Das sind Momente, in denen das Zutrauen von Bürgerinnen und Bürgern in ihren Staat eher verloren geht wieder. Also in die Rationalität des staatlichen Handelns. Da müssen wir alle miteinander sorgfältiger umgehen. Aber der Staat ist in der Gesellschaft wie der bundesrepublikanischen zumal ein sehr, sehr machtvolles Instrument und er kann eine ganze Menge. Und wenn er von einer aufgeklärten demokratischen Gesellschaft bedient wird als Maschine, dann kann er auch eine ganze Menge Gutes leisten. Ich möchte als letzten Aspekt in unserer Diskussion auch einen aus Ihrem Buch aufgreifen, mit dem Frau Marianitsch auch eine Menge anfangen kann, nämlich es geht um die Rolle der Frau. Frauen, die sich jetzt plötzlich wieder um Kinder und Haushalt kümmern müssen. Sie haben das vorhin auch schon für den Kulturbetrieb angesprochen, Frau Marianitsch. Zitat Carsten Brosta: Es darf einer modernen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts nicht gleichgültig sein, dass in tausenden Familien die Kinder wieder von Mama betreut werden mussten. Ist das eine Erfahrung, Frau Marianitsch? Also haben Sie das auch erlebt? Bekommen Sie das gespiegelt?
Ich habe ganz viel sozusagen, man erlebt, man liest, man hört. Ich habe aber auch Studien dazu gelesen, die mich da schon besorgen, weil es waren natürlich Studien über Ebola, Zika, andere Länder, aber es kam dahin, dass Epidemien, und das, wir haben ja eine Pandemie, werfen die Frauen und die Gleichstellung zumindest während der Krise auf den Gleichstand zurück. Das heißt, man verliert diesen Fortschritt, den man eigentlich erkämpft hatte. Und was mich am meisten erschreckt hat, war, dass es aber, wenn die Pandemie vorbei ist, irgendwie 5 Jahre wieder dauert, um dorthin zu kommen, wo man vorher war. Und das ist etwas, das erlebt man natürlich seit dieser Schulschließung. Damals war es ganz groß und jetzt kommen die ersten Studien, die auch, glaube ich, in Deutschland und Österreich herausgekommen sind, die durchaus zeigen, Frauen sind verstärkt in Kurzarbeit, Frauen verlieren schneller ihre Jobs, also dass nach wie vor diese alten Familienmuster, das kicks in, wie die Amerikaner so gerne sagen, man geht in das, was man kennt und wie man es kennt. Herr Proster hat es ja vorhin für die Kultur beschrieben, die Kultur galt als Unterhaltungselement und solche ganz archaischen Muster, die sind in uns drin und in jeder Krise hält man sich ja zurück an das Gewohnte und wie tief Körper sowas speichert. Das hat ja jetzt so ein tolles Video, was durch viral ging letztes Wochenende, gezeigt. Ich finde es so ein ganz wunderbares Video, um die Kultur mal nochmal ins Spiel zu bringen, mit dieser Balletttänzerin aus Spanien, die quasi als alte Frau sich eigentlich kaum mehr bewegen kann, aber wenn die Musik spielt, die ihr Körper ganz tief gespeichert hat, dann kommt die Ballerina und die Bewegung ist da. Also, dass auch Gesellschaften so funktionieren, das Antrainierte, das alte Wissen, das, was wir quasi wie spielerisch als Gesellschaft, so als Gewohnheit haben, das ist ganz leicht abrufbar. Und verrückterweise machen Krisen genau das. Und wenn wir jetzt über Frauen reden, hoffe ich, dass wir es schaffen, das zu thematisieren, so wie bei Künstlern. Vielleicht gelingt es uns eben, Modellprojekte zu entwickeln, um ganz neu über Kultur zu reden. Und ich hoffe auch, dass diese Krise dazu beitragen wird, auch im Kulturbereich über Frauenbilder zu reden, über Machtverteilung in Kultureinrichtungen, über Rollenbilder allen voran. Also wie sehe ich die im Schulbuch? Ist es die Mutter, die dann die macht? Man achtet ja inzwischen auf gendergerechtes Darstellen von Hausarbeit. Aber mir geht es auch wirklich um Geschichten. Es gab ja auch eine große Studie beispielsweise zum Tatort. Also wie viele Macherinnen sind eigentlich überhaupt beteiligt bei einem der beliebtesten Formate der Nation, ja, Tatort. Wie viele Protagonistinnen, die dann aktiv Heldinnen sind, hat so ein Tatort, nämlich sehr wenige. Die meisten waren dann die Opfer in den, also welche weiblichen Rollenbilder vermitteln wir? Oder wenn man zurückdenkt an Cannes, wo dann damals die Jessica Chastain sagte, wir sind nach diesen Jury-Tagen verstört über die Filme, die wir gesehen haben, denn wir sind Frauen und die Frauen, die wir da sehen, so sind wir nicht. Wir sind nicht passiv, wir warten nicht, wann man uns was antut, wir gestalten die Welt um uns herum und wir sind ganz schön schockiert. Und das hoffe ich, dass diese Krise das eben auch schafft, wenn wir in einem Ausnahmezustand sind, wie Herr Broster sagt, dass wir es schaffen, da jetzt wirklich das ein für alle Mal sozusagen anzupinnen und zu sagen, so wollen wir es nicht. Wir wollen verschiedene Lebensmodelle, verschiedene Frauenbilder, mit denen Kinder und auch andere Menschen groß werden. Wir wollen auch die Konfrontation mit der Gesellschaft, wo es eine Verstörung auslöst, wenn selbstbewusste Frauenbilder entstehen. Und da wäre ich auch wieder beim Fernsehen. Es ist nach wie vor das Medium, das am meisten Menschen reinzieht, wenn ich die samstagsabends Unterhaltungssendungen habe. Was für Frauenbilder werden uns da repräsentiert? Was sehen wir eigentlich? Dass wir halt auch wirklich mal lustvoll diese kulturelle Debatte versuchen, aus den Feuilletons rauszutragen und in die Wohnzimmer von Menschen, die vielleicht gar nicht so affin sind und die das vielleicht für die Normalität halten. Also ich hoffe schon, dass der Überdruss, den wir gerade haben, dazu führt, dass man sagt, es braucht wirklich Neuerung. Ausnahmezustand muss ja gar nicht enden in dem Sinn, sondern wenn man die Krise nutzt, um zu sagen, vielleicht brauchen wir eine ganze Weile mal Ausnahmezustand. Wir haben ja keinen Satz über das Klima geredet, um gewachsen zu sein, den nächsten Herausforderungen, die das nächste Jahrzehnt eigentlich mit sich bringen wird und wo wir eigentlich bislang so die Antworten von gestern auffahren, wie bei so vielem. Also vielleicht genau dazu. Das Buch stellt ja die Frage, leben wir in einer Ausnahme oder wird das ein neuer Zustand? Das ist ja genau das, von dem ich fest glaube, das ist in unserer Hand, wie wir mit dieser Situation jetzt umgehen und mit den Aufgaben, die sie uns gerade stellt. Und an der
um beim Beispiel Gleichberechtigung mal zu bleiben. Ich finde, die Zeit seit März letzten Jahr, März diesen Jahres hat uns sehr deutlich gezeigt, dass wir mitnichten noch nicht so weit sind, wie wir manchmal uns selber eingeredet haben. Das finde ich, das war für mich das Frappierende. Wir waren ja an so einem Punkt, an dem wir fast schon sozusagen über die postfeministische Gesellschaft und was wir da so alles an Debatten hatten. Darum geht's doch gar nicht mehr. Wir sind längst bei anderen Aspekten von sozusagen Gleichberechtigung. Darum müssten wir gar nicht mehr reden. Und dann kommt so ein Ausnahmezustand. Und zack, verfallen wir alle in eine vermeintliche gesellschaftliche Default-Position, von der wir gedacht haben, die haben wir überwunden. Dann habe ich mich zurückerinnert. Ich habe 2002 im Bundestagswahlkampf sozusagen in der Kampa der SPD gearbeitet seinerzeit. Und das war, als wir vorgeschlagen haben in dem Wahlkampf, Renate Schmidt damals, wir geben 4 Milliarden Euro für den Ausbau der Ganztagsbetreuung an Schulen. Da sozusagen das erste hat der Bund gesagt, wir schaffen Ganztagsbetreuung an Schulen. Das war der erste Schritte. Vorher gab es keine Ganztagsschulen in Deutschland, wirklich in irgendeiner Art und Weise. Wir haben waschkörbeweise Briefe bekommen, dass wir die Lebensleistung von Frauen entwerten würden, die ihren Job aufgegeben haben, um ihre Kinder zu erziehen. Das ist keine 18 Jahre her gewesen, seitdem wir diese Debatten über in diesem Frühjahr darüber geführt haben, wie wir eigentlich in der Gleichberechtigung dastehen. Das heißt, wir sind noch viel weniger weit. Bitte, was? Aber es hat sich ja was getan und jetzt kommt so eine Krise. Ja, und sofort fahren wir wieder zurück. Testosteron fiel ja vorhin schon und dann ruft der Ausnahmezustand nach Testosteron. Das ist ja frappierend. Also meiner nicht, ich verstehe das. Und wir haben also tatsächlich Herr Söder hat ja in einem bemerkenswerten Interview irgendwann mal gesagt, das sei eine Situation, in der würde in der Familie auch nach dem Vater gerufen werden. Also dabei muss er breitbeinig gesessen haben, anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Aber also das finde ich einfach irre, was wir da alle miteinander veranstalten. Und ich bin fast noch, also Jutta Almendinger hat ja mal gesagt, da finde ich die Prognose von Jagoda Marinic fast noch zurückhaltend, wir würden gerade um 3 Jahrzehnte zurückgeworfen werden in den Errungenschaften der, sozusagen der Emanzipation und der Gleichberechtigung, weil wir einfach so lange brauchen würden, um das wieder aufzuholen, was wir haben. Ich hoffe, dass Sie recht haben und es sind nicht die 3 Jahrzehnte, aber es ist schon sehr, sehr bemerkenswert, wie tiefgreifend wir tatsächlich solche Dinge nicht ausreichend berücksichtigt haben und auch keine Strukturen haben, die das halten. Sondern es fällt wirklich sofort wieder zurück auf diesen Moment, okay, Vater geht arbeiten, Mutter kümmert sich um die Kinder und wir sind wieder in den 50er, 60er Jahren. Und das ist echt, das fand ich richtig spooky, wenn ich ehrlich bin, Anfang des Jahres. Ja, aber ich finde, und da bin ich optimistischer als Jutta Almendinger, man sieht ja daran, wie schwer es jetzt ist, die Bildung nochmal so einzustampfen, dass sich was geändert hat. Und der größte Paradigmenwechsel für mich bei der Debatte war, ich meine, ich weiß noch vor 20 Jahren, oder vor 10 Jahren, als es hieß, Frauen sollen ihre Kinder in die Kitas geben, da kam ja sofort dieses Rabenmutter-Ding, was Deutschland da so hat. Und dieses Mal kam das eben nicht, sondern es kam die Forderung, Moment, die Kinder brauchen andere Kinder. Und ich glaube, als ich das verstanden habe, habe ich gesehen, wir sind wirklich einen Schritt weiter gekommen. Denn vor Jahren hätte man gesagt, eigentlich gar nicht schlecht für die Kinder. Die Kitas sind doch eh schlecht für die. Da sind sie wieder bei der Mutter. Nein, der Tenor war eigentlich, Kinder brauchen als kleine Kinder Kinder. Und wir hatten uns damit wirklich ein Stück verabschiedet von einem der wichtigsten Damoklesschwerte für die Frauenbewegung, nämlich dieses Konzept, 3 Jahre braucht das Kind eigentlich nur mit der Mama, sonst geht's ein. Und ich denke da immer gerne an als ich studiert habe, habe ich so französische Gaststudierende unterrichtet, die das gar nicht anders kannten, als dass die Mutter wieder arbeitet geht. Und da fragten mich so 17-Jährige, meine Gastmutter ist die ganze Zeit mit dem Baby, ist ihr nicht langweilig, muss die das? Und da habe ich ihr gesagt, ja, die muss das hier, weil es gibt nicht die Kitas. Und dass wir das geschafft haben, stimmt mich dann schon optimistisch. Es gibt eine gesellschaftliche Forderung, die heißt, entlastet die Frauen, gibt den Frauen weiterhin die Möglichkeit, ihren Job zu machen. Und die Frauen selbst sind so viel lauter. Das muss man schon auch sehen. Also ich bin natürlich total bei auf der Seite, die kritischen, schwierigen Aspekte betonen. Aber wenn man nicht mehr an die Chancen glaubt, dann ist ja auch schwierig, die Motivation zu finden, sich dafür einzusetzen. Corona hat auch gezeigt, dass der Kultursenator Carsten Broster auch ein veritabler Musikminister wäre. Er hat bei Twitter immer wieder Songtexte abends gepostet, jeden Abend. Und es kommt eine Frage zum Schluss. Herr Broster, wann legen Sie denn das nächste Mal auf? Das sei ja schon ganz reizend gewesen im Motoclub in Hamburg. Wann ist da wieder etwas geplant? Also das nächste Mal ist tatsächlich geplant, dass ich mich wieder mal wie üblich einmal im Jahr
mit Rainer Moritz furchtbar darüber streite, weil er der Meinung ist, Schlager sei ein angemessenes Musikgenre, was ich nicht finde. Und das haben wir für Februar vor. In welcher Form das dann stattfindet, weiß ich noch nicht. Ansonsten denke ich, nach dem nächsten Jahr im April etwas zu machen, gemeinsam mit ein paar anderen, wo es um den großen John Prine gehen soll, der ja eines der ersten prominenten Covid-Opfer aus der Musikbranche gewesen ist. Einer der großartigsten Songwriter der 70er und 80er Jahre. Mal sehen, ob das was wird, aber das sind zumindest die beiden nächsten Pläne, wo was mit Musik passieren soll und ich dann selber auch nicht nur zuhören darf und nicht nur grußworten darf, sondern auch selber kuratieren darf. Welches ist denn der Song, den Sie als nächstes bei Twitter posten? Weihen Sie uns ein exklusiver Vorab-Einblick. Das weiß ich noch gar nicht, ehrlicherweise. Ah. Das kommt abends über mich oder auch nicht. Also ich kann es ernsthaft, ich kann sagen, der letzte war von John Prine. Da ging es tatsächlich darum, warum man sozusagen nachts manchmal auf dem Berg steht und sozusagen die zerbrochene Glasflasche im Mondlicht aussieht wie ein Diamant. Was als nächstes kommt, I don't know. Als nächstes kommt die Lektüre dieses Buches, Ausnahmezustand, erschien bei Hoffmann und Campe für 15 Euro, die wichtigen Debatten, die uns Corona mit als Hausaufgabe auf den Weg gegeben hat. 125 Seiten, unbedingte Leseempfehlung, wenn man etwas lernen möchte sozusagen aus dieser Ausnahme, die vielleicht oder auch nicht zum Zustand wird. Das war eine ganz für mich anregende, super spannende Diskussion, die sehr facettenreich war, die viel über Kultur auch, glaube ich, klar gemacht hatte, über den Wert von Kultur und dass es sich lohnt, für Kultur zu kämpfen und zu streiten und selbstbewusst sich gerade zu machen als Kulturschaffender, als Kulturmensch in diesem Land. Vielen Dank und einen schönen Abend. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.